Moin Leute, hier ist Karl-Heinz Ballermann, der Mann, der alles kann. Ob Himbeerkrise oder Bungee-Schwein, Quatsch wird auch künftig vorhanden sein. Voll, voll, die Presse, voll, Presse, voll, Presse, voll, Presse. Voll. Howdy ho, yo 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 und herzlich willkommen zu unserem in Reife und Würde gealterten Medien- und Presse-Podcast voll in die Presse. Weil wir so geile, mutige Typen sind, schlagen wir der Pandemie ein Schnippchen und sitzen wieder im Beefhole, geimpft, geboostert, getestet und frisch rasiert, aber nicht im Gesicht und haben heute was Besonderes mal wieder mit euch vor, denn letzte Woche war die 50. Ausgabe unseres schönen kleinen Formats und ihr habt uns ganz viele tolle Grußbotschaften geschickt in Wort und Ton und die wollen wir durch die ganze Sendung verteilt hier immer mal wieder einstreuen. Habt ihr ansonsten irgendwie was beizufügen, soll ich euch erstmal vorstellen, ihr Lieben? Beef Rogers nickt würdevoll, King Beef. Hallöchen. Und wie immer, ich sage es immer gerne an der Stelle, weil es wirklich wahr ist, ihr müsstet das mal sehen, irgendwann machen wir einen Videopodcast, milde, aber auch so ein bisschen verschmitzt lächelnd mit einem richtig geilen R2-D2-Pulli, Herr Prolo Ferrari. Gillette ist mein Gemüse. Ja, solange es kein Gazpacho ist, ne? Ja. Und immer noch blendend gelaunt. Man könnte meinen, er hätte eine Vitaminkur gemacht und seine ganze dunkle Seele entgiftet. Herr Sammer. Hallöchen. Ich muss mal jetzt hier direkt sagen, an die Vitaminfront gerichtet. Ihr hättet hier, liebe Freunde, liebe Zuhörerinnen, ihr hättet mal mitkriegen sollen, der Ben Cartwright, der ist hier reingekommen. Da ist eine Energie in diesen Raum aufgetreten. Der hat eine Vitaminkur gemacht. Der Typ, der zerspringt hier fast. Ich dreh durch. Ich bin so auf Strom. Das kann ich nicht anders sagen. Das sind wirklich nur Vitamine. Kann ich jedem aber halt empfehlen. Durch die Nase, ne? Durch die Nase unter anderem. Und ja, zu Hause kann man mich schon gar nicht mehr ertragen und schickt mich zum Podcast machen weg, damit ich mich mal hier abreagiere. Also es wird eine geile Sendung. Kann ich euch sagen. Richtig geile Sendung. Ein großartiges Jahr. Ein ganz toller Monat. Und jetzt erstmal eine super Ausgabe hier und ich weiß nicht, wie es aussieht. Sollen wir mal vielleicht mit ein paar Grußbotschaften starten und ich könnte mir vorstellen, dass wir dann vielleicht auch immer noch bei dem einen oder anderen, der einen oder anderen etwas dazu sagen und da wir auch eine kinderfreundliche Sendung sind und wir jetzt auch ein bisschen auf die Uhrzeit gucken müssen, damit die Kinder noch ins Fernsehen dürfen, fangen wir vielleicht einfach mal mit den lieben Kleinen an, denn auch die hören unseren Podcast, ist eigentlich nicht sehr empfehlenswert, by the way. Jedes Mal da das Explicit-Rating, aber wir haben auch ein paar Kinderstimmen und mit denen möchte ich jetzt mal anfangen und die erste Stimme kennt ihr vielleicht, ein selbstbewusster junger Mann. Yo, 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 liebe Benanza-Freundinnen und Freunde, hier ist Adam Cartwright, die Legende, die nur zweimal dabei war und sehr bescheiden ist. Nein, jetzt aber wirklich, ich weiß nicht wirklich, was ich hier sagen soll. Ich wollte einfach mal kurz meine schönen Grüße für diesen tollen Podcast dalassen und hoffe, dass ihr alle 10 Zuhörer, 10 regelmäßige Zuhörer uns treu bleibt. Natürlich, wenn ich dann vielleicht auch mal wieder dabei bin. Und bis dahin noch viel Spaß mit voll in die Presse und 90 Minuten Hardcore. Das war Adam Cartwright. Signing out. Ja. Das war Adam Cartwright. Die lebende Legende. Die lebende Legende. Er war zweimal dabei. Man muss dazu sagen, es gibt noch einen Parallel-Podcast, nämlich 90 Minuten Hardcore. Und da habe ich auch eine Folge mit meinem lieben Sohn Adam gemacht. Und da ich ein sehr kinderreicher Typ bin, habe ich gleich alle verpflichtet. Ich muss euch jetzt auch noch mal die nächste Stimme hier hören. Die Hallo, kennt ihr noch nicht? Also ich höre voll in die Presse schon sehr lange. Meistens höre ich es zu Hause, nachdem ich die Benachrichtigung bekommen habe, dass ein neues Video erschienen ist. Und mein Highlight war die Folge, wo Adam Cartwright mitmachen durfte. Viele Grüße! Ja,
Da ist doch, hat doch jemand für gezahlt, oder? Schokozigaretten. Ja, ja. So, und jetzt gehen wir noch ein bisschen in der Altersstufe runter, zumindest was meine Familie anbelangt, denn ich habe so ziemlich alles vors Rohr gezerrt, was reden kann. Hallo, ich höre den Podcast sehr gerne, aus den Gründen, dass es sehr lustig und auch sehr cool sich anhört. Dass jetzt schon der 50. Podcast online kommt, oder eher jetzt auch der 51., ist schon krass. Ich freue mich sehr, dass es so weit gekommen ist und ich hoffe, dass es auch so weitergeht. Ich persönlich höre euren Podcast immer über YouTube und ich glaube, das tun auch andere so. Ich finde ihn einfach toll und würde jetzt aber auch wieder Tschüss sagen, also sage ich es jetzt auch. Macht weiter so und ein fröhliches Tschüss von mir. Tschüss! Wie süß! Das hat so was von montags, wie hieß diese Sendung mit den Kindern, wo die dann immer so, mein Vater sitzt zu Hause und verprügelt die Mutter. Also wo die dann immer so Sachen beschreiben mussten. Ja, aber das war jetzt doch, das, so, ne? Ja genau, aber das war doch jetzt hier fast herzzerreißend. Sehr schön. Ja, und ihr merkt vielleicht so ein bisschen, dass das Kinder sind, die haben auch teilweise die Vitaminkur mitgemacht, by the way, deswegen sind die auch so unter Strom. Aber damit man auch mal zeigen kann, wie man sich kurz und knapp fassen und auf den Punkt kommt, haben wir natürlich auch einen Altbekannten hier im Podcast, einen Kinderstar aus, ich weiß gar nicht welcher Folge. Jim Knopf. Jim Knopf am Start, aber ich weiß nicht, auf welcher Folge er dabei war, weil er war auch ganz still, hat uns damals schon dann am Ende noch überrascht mit einem kleinen Mitbringsel und hat uns heute auch eine Grußbotschaft geschickt. Herzlichen Glückwunsch zur 50. Folge. Als Geschenk habe ich Sammer ein Getränk mitgegeben. Hoho! Hoho! So, und man hört es jetzt. Ja, immer, also wenn der Ben jetzt hier mit Vitaminen prahlen will, dann gebe ich euch jetzt hier auch mal Vitaminbomben. Schenk ein. Ich schenke euch ein und wir machen es wie beim letzten Mal, als der Jim Knopf ein Getränk selber gemixt hat. Ihr habt dann die Aufgabe rauszufinden, was eigentlich drin ist. Oh ja, ja, aber nicht, weil kurze es abgelaufen Frage. Ist. Erstens, wieso hast du einen roten Becher und wir nicht? Und zweitens, und zweitens ist da jetzt irgendwas Medizinisches drin verbraten? Das ist so geil, Leute. Der Ben Cartwright, seit ich den Schleimlöser hier verteilt habe, ist der Ben total geschädigt. Vielleicht ein kleiner Cliffhanger mal an der Stelle. In einer Grußbotschaft wird der Schleimlöser explizit angesprochen. Da kommen wir im Laufe der Sendung zu. Ich muss ja an der Stelle tatsächlich nochmal wiederholen, was ich schon mal gesagt habe. Der Ben Cartwright ist ja Gott sei Dank auch einer, mit dem man feuchtfröhliche Abende verbringen kann. Und wenn man jetzt mal das Feuchtfröhliche so ins medizinisch-gesundheitliche überträgt, dann muss man sagen, Alkohol ist ein echtes Zellgift. Aber der Schleimlöser, den es rezeptfrei in jeder Apotheke gibt, ich habe damals sogar extra nachgeguckt, laut einer Studie kann man den ein Jahr lang nehmen, ohne größere Nebenwirkungen. Kann man Bier auch. Und da muss ich nicht mal in die Apotheke, da brauche ich auch kein Rezept für. Also kommen wir nicht in solchen schrägen Vergleichen. Und ich würde dir auch nicht einfach heimlich Bier unterjubeln, by the way. Ich mache das immer ganz transparent. Ja, wieso heimlich? Das kannst du auch. Ja, wir dürfen nicht erfahren, was es ist. Es sieht eigentlich aus wie Multivitaminsaft. Ja, ihr könnt ja einfach mal trinken. Wir müssen es ja auch nicht direkt auflösen. Ihr könnt es ja in Ruhe weiter trinken und Da ist Joghurt oder sowas. Da ist irgendwas Kuhiges drin. Ayran. Irgendwas von der Kuh. Kuhiges. Habe ich euch nämlich mal so einen Schleim mitgebracht, die Jojo-Schlotze. Die Jojo-Schlotze, ja, richtig. Da wurde dann gemeckert, fiese Eiran. Also, schmeckt nach Kaktus. Hier ist nichts Kuhiges drin, keine Kuh. Oh. Ist irgendwas Tomatiges da drin? Tomate ist dabei, ja. Und irgendwas, also im Abgang schmeckt es ein bisschen wie Erbrochenes. Also tut mir leid, Jim Knopf, ich finde deine Aktion ganz großartig, das möchte ich explizit hervorheben, aber du hast schon ganz diffizilen Geschmack.
Ja, noch eine kleine Erwachsenen-Grußbotschaft, bevor wir dann in die Inhalte starten. Ja, eine Erwachsenen-Grußbotschaft. Komm, hau raus. Pass auf. Wir haben nämlich hier auch einen Kollegen in der Sendung gehabt, der, ich glaube, der hat auch ein paar Takte gesagt, das war noch zu den Zeiten, wo wir Studio-Publikum hatten. Und das ist halt so ein Hardcore-Fan, wo sich dann im Laufe der Sendung ergab, dass wir ihn mit Bier bestochen haben. Und der ist bis heute total enthusiastisch geblieben, was diese Sendung anbelangt. Das werdet ihr auch gleich hören. Liebesvoll in die Presse-Team. Auch ich möchte dem Podcast meinen Glückwunsch zur 50. Folge aussprechen. Ich halte fest, dass ich diesen Glückwunsch voller Enthusiasmus aus tiefstem Herzen ausspreche, ohne hierzu gezwungen oder mit Bier bestochen worden zu sein. Hochachtungsvoll, ein enthusiastischer Fan. Also mehr, also der hat auch definitiv eine Vitaminkur hinter sich, würde man meinen, oder? Ja, eine Rosskur hinter sich. Und dann möchte ich noch, und dann können wir gerne auch einen kleinen Cut machen, aber einfach auch zu sehen, wir haben unglaublich viele weibliche Fans auch. Also ab gleich kommen fast nur noch weibliche Stimmen oder ziemlich viele zumindest. Und eine Stimme hätte ich gerne damals hier im Podcast gehabt, nämlich bei der Diktatoren-Folge. Das war mein Diktatoren-Backup-Babe sozusagen, weil ich weiß, dass sie sich damit auskennt und weil sie das große Diktatoren-Quartett zu Hause hat. Kenner kennen das von, ich glaube, Titanic oder so. Und, oder vielleicht Postillon. Und das kam dann nicht dazu, weil der Sammer so einen langen Monolog da abgenudelt hat und dann mussten wir sie aus der Sendung quasi, nein, die konnte nicht an dem Tag. Aber er hat uns eine wirklich schöne Grußbotschaft geschickt und lasst euch das mal auf der Zunge zergehen. Na, ihr Biertreiber. Als eine der zahlreichen VIDP-Groupies gratuliere ich zum Jubiläum und habe euch natürlich im alltäglichen Wahnsinn immer dabei. Ob beim Hamsterkauf, beim Impfselfie, beim Taschenbillard, Hobbyhorsing oder einfach im Pornokino. Ich wünsche euch weiterhin viel Lappenfreude, ausreichend Feuerwasser, Samengold, Klopapier und alles Swingerglück der Welt. Pfutten und sonstiges weg vom Peniskäfig, eure Backup-Braut. Großartig. Also ich würde sagen, da hat ja jemand wirklich in 30 Sekunden belegt, dass er uns wirklich hört. Ja. Also hervorragend. Ja. Auch sehr schön selbstreferenziell. Jetzt könnten andere mal hingehen und aus dieser kleinen Grußbotschaft nochmal die Folgen zusammenschreiben, in denen all das vorkam. Sollte ja auch über die Titel recht einfach möglich sein. Also, ja, da kommt noch mehr Schönes im Laufe der Sendung, also bleibt dran. Aber wir sind ja ein Medien-Podcast und kein Gruß-Podcast, wie Domian oder sowas, sondern wollen auch ein bisschen darüber sprechen, was hier so passiert ist. Und ich sehe die ganze Zeit, der Prollo, der hat heute, der will heute mal nicht wieder von jemand anderem den Artikel geklaut bekommen. Deswegen darf er als erstes heute ans Mikrofon. Ich musste mich erst gerade mal sammeln, weil dieses Getränk zieht mir echt die Falten aus allem. Ja gut, ja, man muss jetzt dazu sagen, die haben noch nicht viel getrunken. Also da, ich erwarte schon noch ein bisschen mehr. Hm. Ich trinke das auch aus, das kannst du dem Jim-Knopf sagen. Du bist ja eh schmerzbefreit, was Konsum anbelangt. Aber da ist irgendwas drin, also, was mich nervös macht. Tomate kann ich schon mal abhaken. Das hat der Beef Rogers richtig erkannt. Tee. Da ist irgendein Tee drin. Gartenabfälle. Nein. Ja, aber es riecht so Gras, so grasig. Ne, also wirklich. Also nicht das Gras, sondern das vom Boden. Ja, ja. Hm? Ach, eieiei. So, aber wo wir gerade hier so bei Begriffsbingo waren, es ist nämlich so, wie die Frankfurter hier feststellt, der und die Gebärdensprachen. Ich fange nochmal von vorne an. Prollo, also, ist das so schlimm? Das waren deine 5 Minuten. Dieses fiese Zeug, das brennt mir hier die Eingeweide weg. Und man nötigt mich hier noch, also echt. Du musst auch dran denken, der Typ hat echt viele Allergien. Ne? Also hast du da ein bisschen drauf geachtet beim Wahrscheinlich Mixen? Gegen alles. Ich sag nochmal, ist auch Sellerie drin? Nein, ne? Sellerie, oder? Nein, Sellerie ist nicht drin. Ist aber auch egal. Aber ihr kennt das. Was?
Katze. Juckt schon, nur ein bisschen oder? Bin ich Alf, oder? Und Nuss. Oder dieser Kuhurin, den du damals dabei hattest. Der war das Beste, ja. Oder ausgewogener, deine verbuddelten Unterbuchsen aus der Schweiz irgendwie, die ausgewogen. Ja, die musstet ihr ja nicht essen. Ja, Gott sei Dank. Okay, also Prollo. Also, das ist ja auch jetzt ein ganz harmloses Artikelchen. Aber die Sache ist halt die, es können halt nicht, leider nicht alle hören und sind dann auf Gebärdendolmetscher innen angewiesen. Und da stellt sich doch die Frage aus Dolmetschersicht, wie ist denn das mit Eigennamen? Ja, die kann man ja ungünstig buchstabieren zu jeder Gelegenheit. Und es hat sich so etabliert, dass so typische Eigenschaften von Personen, im Zweifel Politikern, die man halt im Fernsehen mal sieht, verwendet werden, um die Leute darzustellen. Und da habe ich doch ein kleines Quiz vorbereitet. Fangen wir an mit Barack Obama. Abstehende Ohren, verrate ich euch vorher. Okay, ist nicht so kreativ, ja, aber hat er halt, kann man machen. Wird oft verwechselt mit Mickey Mouse wahrscheinlich. Wahrscheinlich, aber kommt auf den Kontext an, ja. Karl Lauterbach hat immer noch die Fliege, obwohl er die offenbar gar nicht mehr trägt. Aber wie sieht es denn aus mit Friedrich Merz? Friedrich Merz? Spitze Nase. Genau, für ihn ein Problem, denn Wladimir Putin gehört die Geste eigentlich schon. Und jetzt weiß man nie so genau, ist der Russe da oder letztendlich nur ein CDU-Nachwuchspolitiker, also, will ich also mal nennen. Also wenn das jetzt die Geste für Gerhard Schröder gewesen wäre, dann wäre es egal. Nee, das ob man ist ja das so eine Melkbewegung, aber ich führe zu weit. egal, aber jetzt kommt, das könnt ihr raten, Christian Lindner. Also Fifi irgendwie, die Frisur, irgendwas, irgendwas Burschiges. Lenkrad mit Porsche. Hervorragend! Oh, mein Gott, sollte Gebärdendolmetscher genau werden. Ist auch nicht böse gemeint, wird hier eine Dame zitiert, die es wissen muss. Letztendlich geht es halt darum, die Menschen mit irgendwas, oder was die Leute mit den Personen verbinden. Und ja, Vorliebe für schnelle Autos. Die FDP ist ja schon immer für ein Tempolimit gewesen von 280. Achso, ich dachte von allen anderen. Innenstadt. Genau. Und, alle nicht FDP-Wähler dürfen langsam fahren. Es wird auch tatsächlich so ein bisschen kreativ. Eine Dolmetscherin wird hier zitiert, die heißt Katja Fischer. Und bei ihr hat sich so die Gebärde für den Angler durchgesetzt. Annalena Baerbock, da ist es dann eine springende Bewegung am Ohr. Weil sie, zumindest wird das hier behauptet, offenbar mal eine Karriere als Trampolinspringerin und zudem markante Ohrringe aufweisen kann. Eine springende? Baerbock, Springbock, keine Ahnung. Wie, eine springende Bewegung am Ohr? Keine Ahnung, so bing, vielleicht. Aha, aber eigentlich ist es ja, eigentlich ist es total genial, weil in der normalen Sprache ist es ja auch ein Eigenname. Und warum soll man dann nicht so Leuten, wo sich die Mühe lohnt, einen Eigenname zu erschaffen, auch sowas geben? Das kann man ja genauso lernen als Gebärdenlesende. Ich hätte tatsächlich gedacht, dass es buchstabiert wird. Also das jetzt teilweise. Also bei oder assoziiert. Also bei der guten Frau Merkel wurden wohl lange die etwas hängenden Mundwinkel persifliert. Da wär's ja da einfach mit das der Raute war dann nicht mehr so ganz so cool. Ja, die Raute kam wohl später. Aber jedenfalls in der Gebärdensprache wird dann wohl die Gebärde für Merken genutzt. Ja, also okay, steck's nicht drin. Und beim Ole Scholz, der eins, der über dem Kopf kreisende Finger, der den Haarkranz nachzeichnet. Das ist halt für die Tagesschau auf Phoenix doof. Ja, deswegen tat tatsächlich als Zwischenweg irgendwie zwei Finger neben den Augen, so um auf schmale Augen hinzuweisen, ist halt auch nicht so der Kracher. Oder einfach die Gebärden für die Buchstaben O und SCH hintereinander. Ja, da wird dann so ein bisschen Olaf Scholz, Initial, ne, wird halt buchstabiert. Ja, aber ich finde, das mit dem Porsche ist natürlich markant. Und ich weiß nicht, hat jemand von euch einen Wunsch, wie er gerne gebärdendolmetscht würde? Wir haben jetzt natürlich keine größere Zielgruppenüberschneidung bei Gehörlosen wahrscheinlich mit unserer Veranstaltung hier. Aber also ich glaube, so als Ben Cartwright hätte ich gerne so eine Reiterbewegung. Also so deng, da leng, da leng, da leng, deng. Ja, das würde passen. Irgendwie so auf dem galoppierenden Pferd. Nee, du galoppierst auf so einem Mario Kart, weil Kart reit. Ne? Oh! So. ganz großes Kino. Hallo. Der Mann, der den Wortwitz in die Gebärdensprache brachte. Ja, großartig. Das ist eine schöne Geschichte.
Das ist eine schöne Geschichte. Schön, dass du so noch darstellen konntest und den richtigen Einstieg gefunden hast. Ja, ich trinke jetzt hier weiter. Also vielleicht war das auch mein letzter Beitrag für heute. Juckt es denn schon irgendwo im Hals? Im Hals, genau. Da ist doch wieder irgendwas Fieses drin, wenn der schon wieder das so sagt. Ja, sicher. Ja, nein, du hast ja jetzt gerade eben nach den Allergien gefragt. Da hast du mich jetzt verunsichert. Jetzt weiß ich dachte wegen Schleimlöser oder so. Nein, aber. Alter, ich bin echt gebrannt. Wusstet ihr denn, dass Strumpfhosen vor Corona schützen? Strumpfhosen, ja, wenn du sie immer Gesicht ziehst. Oder kommt auf an, wo sie trägst. Du kannst dich auch dran aufhängen, dann stirbst du jedenfalls nicht mehr an Corona. Ja, aber ihr seid echt hier Blitzdenker. Unglaublich hier im Voll in die Presse-Podcast. Hammer schnell, die Jungs. Ich meine, war natürlich auch wirklich eine schwierige Frage, dass an den Beinen nicht helfen gegen Corona ist irgendwie, kann man sich denken. Aber es ist tatsächlich so, dass Forscher der immerhin sehr renommierten britischen Cambridge University hingegangen sind und eine Studie zu sogenannten Fit-Hacks gemacht haben und im Rahmen dieser Studie überprüft bestimmte Alltags-Hacks, die sich Leute, stinknormale Typen wie du und ich, ausgedacht haben, um die Funktionsfähigkeit der Masken zu verbessern. Also jeder weiß ja, du ziehst dir das Ding aufs Gesicht, ja, ob FP2 oder OP-Maske, irgendwo sind immer irgendwelche Lücken. Ja. Also es ist tatsächlich, selbst mit der FP2-Maske, schwierig, da komplett dicht zu sein sozusagen. Ja. Und dann sind die hingegangen und haben das einfach mal getestet, um so ein bisschen wissenschaftlich herauszukriegen, was das alles bringt. So, und jetzt passt mal auf. Ich erzähle euch mal ganz kurz, was für Hacks, die da getestet haben. Und ihr könnt mir mal auch sagen, wie ihr euch eigentlich vorstellt, wie das aussieht. Oder wie das rein praktisch gemacht wurde. Also einer dieser Fit-Hacks wird mit Klebeband gemacht. Also mit einem Gewebeklebeband. Also ich stelle mir da so ein Panzertape vor. Ja. Hm. So ein Gaffertape oder was dann? So einmal um die Maske rum oder? Einmal übers Gesicht? Ja, die Ränder. Einmal übers Gesicht, genau. Ich habe auch gerade, zuerst hatte ich so die Assoziation, wie bei einer Geiselnahme, so einmal so quer über den Mund einfach. Aber es ist tatsächlich so, die Ränder der Maske werden zugeklebt. Das war eine Sache, die getestet wurde. Dann Lücken auffüllen mit, ja, jetzt habe ich, da habe ich natürlich schon verraten, das Stichwort wäre gewesen Erste-Hilfe-Gaze. Also das ist anscheinend hier dieses Verbandszeug, was so ein bisschen elastisch ist. Damit haben sich die Leute das... Sprühpflaster ist das, glaube ich, ne? Kannst du so drauf eine Wunde machen, dann deckt dann... Ja, ich bin mir nicht sicher. Ich habe es gegoogelt und da habe da eigentlich immer so Mullbinden-Zeugs gefunden. Wie auch immer, die Lücken zwischen den... Also wie so mumienartig siehst du dann wahrscheinlich aus, ne? Das wäre die nächste Sache gewesen. Hier steht nämlich, und deswegen glaube ich, dass das nicht dieses Spray sein kann, Gaze um den Kopf binden. Das war der nächste Hack, ja. Ich habe aber vielleicht noch eine spontane Ergänzung, wie du auch diese Lücken auffüllen kannst unter der Maske. Bauschaum reinjagen. Ja, fiel mir auch schon gerade ein, Bauschaum oder Fensterkit. Schön im Baumarkt. Ja. Bauschaum. Ja, und wisst ihr, was das Geile am Bauschaum wäre oder an der Idee ist? Der braucht ja eine ganze Zeit, bis er sein Volumen erreicht hat. Das heißt, der dehnt sich immer weiter aus, hast du wahrscheinlich dann danach komplett die Maske von innen voll ausgefüllt. Ist das aber nicht die geheime Zutat hier bei dem Getränk? Nein. Oder Gaze oder was auch immer das ist? Nein. Aber richtig geil fand ich in der Tat, und da hatte ich auch die Assoziation Mumie, ja, eine Rolle Erste-Hilfe-Gaze. Sozusagen um den Kopf binden, um das Ganze fester ans Gesicht zu drücken. Wie gesagt, das sind Sachen, die haben die sich aus dem Alltag abgeguckt. Ne? Das sind jetzt nicht irgendwelche verrückten Forscher, die sich gedacht haben, machen wir mal was Lustiges. Also haben die das gesehen bei anderen oder was? Ja, das sind Sachen, die haben anscheinend, wie sie jetzt die ganzen Hacks da gefunden haben, kann ich nicht sagen, aber das kann man ja sicherlich irgendwie rausfinden, vielleicht googeln oder sonst was. Und dann haben sie eben noch, das will ich jetzt nicht noch groß ausführen, mit
Ohrschlaufen verknoten und zusätzlichen Gummibändern haben sie auch noch probiert und eben den Strumpfhosen. So, und bei den Strumpfhosen, ich habe es nicht ganz kapiert, vielleicht könnt ihr es mir erklären, 2 verschiedene Strumpfhosen wurden über den Kopf und die Maske gezogen. Wieso 2 verschiedene, ist mir nicht ganz klar, vielleicht um das irgendwie noch dichter zu machen. Ja, wahrscheinlich eine unterschiedliche Dehnstärke, also sprich mit 10 Dehn und 40 Dehn. Die sind dann einfach dichter oder weniger dicht. Und vielleicht, ja, das könnte sein. Das spricht der erfahrene Bankräuber. Apropos Bankräuber, ja, dann erklärt mir doch nochmal, eine Strumpfhose hat ja üblicherweise 2 Beine. Wie löst man das Problem eigentlich? Du kannst ja Schere hängen lassen. Ja. Schere, die haben ja immer, die schneiden die Beine ab und binden das doch immer oben so zu. Dann hast du eine Schiebe. Oder gehst du nebeneinander rein. Ja, genau, wenn du zu zweit bist. Ja. Ja. Und das kannst du ja bei Corona, genau. Bei Corona dann eigentlich auch mal mit der Partnerin irgendwie, dann halt brauchst du nicht zerschneiden. Wenn du Maske drin hast, ist ja gar kein Corona-Problem. Ja, genau. Ja. Ist toll. Kann dir keiner was vorwerfen, dass du beim Banküberfall da die Corona-Regel missachtet hast. Hilft doch gegen ungewollte Empfängnis und so Sachen. Ja, aber 10 denen glaube ich nicht, das geht so durch mit Leidenschaft. Aber man kann sich jedenfalls vorstellen, dass es richtig scheiße aussieht. Und sie haben halt dann hier Probanden losgeschickt, die haben 7 Minuten lang, das finde ich jetzt nicht so wahnsinnig lebensnah, das nur 7 Minuten lang zu testen, aber sie haben 7 Minuten lang diese ganzen verschiedenen Dinger getestet und haben das möglichst, um es lebensnah zu machen, dann gemacht in verschiedenen Situationen. Normales Atmen, schweres Atmen, Reden, Drehen des Kopfes zur Seite, Nicken, Lächeln, Grimassen schneiden oder auch nach vorne überbeugen, also wenn man sich übergeben muss, dann musst du ja auch eine Maske und dann, verstehst du? Kurz die Maske weg. Genau, und da muss ja dann auch, diese Lebenssituation muss auch nachgestellt werden. Durch so eine Feinstrumpfhose übergeben, ob das eine gute Idee ist. Naja, jedenfalls war es dann im Ergebnis tatsächlich so, dass das Tragen einer Damenstrumpfhose über einer Maske besonders effektiv war im Vergleich zu den anderen und das Ansteckungsrisiko mit Corona tatsächlich erheblich verringern konnte. Und zwar um den Faktor 7 wurde das Eindringen von Aerosolen verringert. Das ist bemerkenswert viel, finde ich. Hm. Aber auch ein bemerkenswert hoher Preis. Jetzt, also in der Fußgängerzone auf jeden Fall. Weil du so scheiße aussiehst, oder? Ja, weil ich glaube, du auch dann ja noch schlechter atmen kannst. Also und so eine Strumpfhose ist wahrscheinlich auch nicht so toll. Das ist ja auch irgendwie so Kunstgewebe im Zweifel, das dann so und direkt. So dann Geld abheben wollen. Ja, genau. Ich hab heute immer noch Hemmung, wenn ich in Läden gehe und dann wie so ein Verbrecher mir dann kurz vorm Eintritt in den Laden noch so eine Maske überschmeiße. Ja. Ne? Das ist ja eigentlich, das haben mal in meiner Jugend war das mal ein Problem. Nein, Quatsch, aber ich mein Studium finanziert. Ich weiß aber, was du meinst. Das ging mir auch eine ganze Zeit lang so, dass man, bevor man in eine Bank reingeht, sich so eine Maske anzieht. Das ist dann ganz besonders. Ne? Schon komische Situation. Ja, also die der hohe Preis, in der Tat, Ben, du hast ja recht, die schreiben hier Nebenwirkungen sozusagen, hohes Maß an Unbehagen und Probleme beim Sprechen. Also ganz so super ist das nicht. Und dann finde ich den Satz hier noch sehr schön, dass die Forscher dann auch gesagt haben, angesichts der physischen und sozialen Auswirkungen werde das Tragen von Strumpfhosen in der Öffentlichkeit wahrscheinlich nicht über längere Zeiträume hinweg toleriert werden. Ja, also das Ganze ist dann also nicht so wirklich der Hit. Sie haben es aber immerhin mal geprüft. Und das ist ja das Wichtigste, dass wir jetzt auch schon wissenschaftlich bestätigt wissen, Strumpfhosen helfen gegen Corona. Sehr gut. Ich würde sagen, bevor wir hier in unserem Reigen weitermachen, vielleicht noch ein paar Stimmen aus den Grüßen aus der Grußsammlung, die uns hier erreicht hat nach der letzten Folge. Und um mal wieder mit jemandem einzusteigen, den ihr kennt, den ihr auch erkennen könntet, wenn ihr diesen Podcast gehört habt, spiele ich erstmal die Botschaft ab und dann könnt ihr mir ja sagen, wer das war. Moin Männer, schönen Gruß aus dem Cockpit und vor allem herzlichen Glückwunsch zur 50. Episode. Bei einer hatte ich ja die Ehre, dabei zu sein, aber habe leider bis heute noch nicht in Erfahrung bringen können, wer damals den Penis in die Luft gemalt hat. Ich bleibe dran und sobald ich es weiß, seid ihr die Ersten, die es erfahren. Und bis dahin viel Spaß und macht weiter so. Geil, hier unser Pilotenfreund. Der Malte, der Lufthansa-Pilot. Also schöne Grüße ins Cockpit zurück. Und
Wenn du bis zur 100. Folge nicht rausfindest, wer den Penis gemalt hat, dann würde ich sagen, dann musst du einen dicken Penis mit Klöten fliegen. Irgendwo über, wo auch immer. Ja, oder er muss uns dann mal, über den Vatikan. Corona ist dann ja auch irgendwann vorbei. Er muss uns mal fliegen, eine Runde. Er muss uns mal mich hat er schon geflogen. Habe ich das mal erzählt? Nee. Mich hat er tatsächlich mal geflogen. Ich war dienstlich irgendwo, ich glaube, in Zypern und der Rückflug ging über München und als ich dann von München nach Köln zurückflog, spät abends, bin ich einer der Letzten da, der ausgestiegen ist. Auf einmal springt da ein Pilot aus dem Cockpit und sagt so, Ben! Ja! Ich hab wieder schon gedacht, dass du das bist. Hat der irgendwie, der muss wohl die Passagierlisten checken, hat dann meinen Namen, der ist sehr ausgefallen, Ben Cartwright, hat er dann so auf der Passagierliste gesehen und hat extra geguckt hinter seinem Fenster offensichtlich, ob ich das wohl bin. Und als er mich dann erkannt hat, ist er mir doch nachgelaufen. Das war sehr, sehr schön. Also auch dafür, Malte, vielen Dank. War eine coole Sendung, haben wir letztes Mal schon gesagt, eine der beliebtesten überhaupt. Und dann, vielleicht, wir hatten eben die Kinder, dann haben wir natürlich auch Hörerinnen aus allen Altersgruppen, kann man sagen. Und jetzt müsst ihr, die Dame redet ein bisschen langsamer, ihr müsst sehr gut zuhören, ihr habt auch so ein bisschen Dialekt, aber sie ist ein echter Fan. Ja, jetzt weiß ich ja nicht, wie ich anfangen soll, weil ich bin ein bisschen opirisch, weil ich da ja vielleicht in die Sendung komme. Und also ich bin eine ganz große Fan, ach nee, von Führende. Also ich bin nicht Annegret, ich weiß nicht, ob ihr euch an mich erinnert. Von früher, von der Schule, da habe ich öfter mal so Lück angerufen und auch so Sprachnachrichten gemacht. Naja, jedenfalls, eure Podcast ist mir empfohlen worden und seither bin ich auch wirklich ein ganz treuer Anhänger und ich freue mich für euch, dass ihr jetzt die 50. Sendung da abnimmt, dass eure Sendung da, der Podcast, der ist mein ganz persönliches Hicklick des Tages und ich freue mich immer, wenn da jetzt Neues geht und ich finde das super, was ihr macht da, Jungs, und auch in der ganzen Zick von dem Covid finde ich das super, wie ihr das umsetzt und dass ihr da weh gemacht habt und ja, auch die Themen sind in Ordnung. Jo, jetzt würde ich mich freuen, ein bisschen mehr so, weiß ich nicht, Florian Silbereisen, wie war das damals mit dem Helene Fischer oder das schwedische Königshaus, ist da jetzt dran, was da gemunkelt wird, ne? Trennen die sich oder nicht? Das wären auch uns Themen, die würden mich anpacken, aber das überlasse ich euch weiter, weil ihr seid die Profis und ja, also, matwige Jungs, ich zähle auf euch und alles, alles Gute zum 50. Euer Annegret. Ja, wir bringen den Karneval hier in die Hörstube. Sehr geil, die Annegret. Die Annegret, auch besser bekannt unter dem Namen Sandy Beach. Ja. Und mit der hatten wir früher tatsächlich zu Schulzeiten einen Riesenspaß, wenn wir kleine Telefonüberraschungen gemacht haben. Also schöne Grüße auch an Sandy und Annegret. Ja, herrlich. Und ja, ich glaube, wir machen erstmal mit ein paar Themen weiter. Das war ja ein echtes Hicklick hier gerade. Ja, der Beef hat doch bestimmt ein paar Themen hier aus Kambodscha oder war es Damaskus oder frisch von der Front. Ich hab was aus dem Ausland, allerdings aus Belgien. Wisst ihr denn, was im deutschen Reisepass, was da so drin steht? Also jetzt außer Name und Bild und tralala. Also auf den Seiten, wo dann die Stempel drauf kommen, was da im Hintergrund ist. Belgien. Was? Nee, keine Ahnung. Gioschen, so. Hm? Krickelkrackel. Wie viel Knast du hattest? Nee, das ist, glaube ich, im Reisepass jetzt nicht drin. Knast du hattest? Aber, ich glaube, es ist auch so ein milde hinterlegter Adler quasi. Also ich glaube, so ein Wappentier ist ja. Jetzt ist in Belgien, was macht denn Belgien aus? Was ist denn für, was steht denn Belgien bei euch? Oder Bier. So? Fritten. Bier, Fritten? Muscheln. Pralinen. Kinderschänder. Okay. Also das ist jetzt alles nicht im Reisepass. Also bei Marc Dutroux. Jetzt weiß ich, ob Kinderschänder das auch im Reisepass haben. Das kann natürlich sein. Also ich, vielleicht haben sie dem Herrn Dutroux dann aber auch den abgenommen seinerzeit. Kommt ja nicht mehr viel rum. Also da kommen Comic-Motive jetzt rein, tatsächlich. Also weil Comics tatsächlich ist ja Belgien, hat ja eine große Comic-Tradition. Jetzt so, also die bekanntesten sind jetzt, glaube ich, hier Tintin, also Tim und Struppi auf Deutsch oder Lucky Luke und noch viele weitere. Die Schlümpfe kommen auch von einem belgischen Comiczeichner. Spirou, Marsupilami, das sind alles solche
auch ihr bekannten Figuren. Genau, und da in Belgien das Thema Comics einfach einen anderen Stellenwert hat. Also hier in Deutschland ist es ja oft eher so ein bisschen, naja, ich will jetzt das despektierlich sagen, so ein bisschen Kinderkram und so eher so ein bisschen, naja, das lesen da die Kinder und dann ist aber irgendwann gut. In Belgien hat das ja einen ganz anderen Status, ist also quasi die neunte Kunst und da hat sich jetzt tatsächlich das Land entschieden, dass die im Hintergrund, also auf den Seiten, wo dann die Stempel der verschiedenen Einreiseländer und Visa etc., da sind im Hintergrund die verschiedenen Comicfiguren dann irgendwie hinterlegt. Finde ich eine witzige Idee. Ja, voll gut. Und, Weltklasse. Ich hätte schon ein bisschen Muffe, dass sich da irgendein Grenzer, der das nicht kennt, veräppelt fühlt und mich da einsackt. Ja gut, sie haben es ja offensichtlich gemacht, also es wird ja dann, glaube ich, dann möglicherweise kriegen ja ein paar Länder dann auch mal so ein Beispiel vielleicht zugefaxt und ich finde das eine witzige Idee irgendwie und wie gesagt, Belgien hat einfach eine große Comic-Tradition, das hat da noch einen ganz anderen Stellenwert, wir haben ja auch ein Comic-Museum in Brüssel und so weiter und so fort, war ich mal drin. Das ist auch richtig, war ich tatsächlich cool. Auch schon mal, das ist wirklich ganz cool, genau und ja, wie gesagt, also das ist, fand ich einfach eine ganz nette kleine Geschichte aus dem Ausland jetzt, unspektakulär, aber einfach eine wirklich schöne Sache. Ich wusste ehrlich gesagt gar nicht, dass diese ganzen Comics aus Belgien kommen. Also, nee. Ja, also das jetzt war mir überhaupt nicht klar. Und ich muss sagen, Respekt und interessant finde ich auch ehrlich gesagt den Aspekt, den du angesprochen hast, dass hier in Deutschland so eher so ein bisschen Kinderkram sind. Hier in Deutschland ist es ja teilweise sogar so, dass man in Bezug auf Kinder auch sagt, naja, lieber nicht Comics, weil irgendwie nur blöd oder dumm oder sonst was. Asterix vielleicht, ja, aber ansonsten Mickey Mouse und so. Hm. Mhm. Ich finde aber gerade von den Comics, die du da genannt hast, das ist teilweise wirklich richtig großes Kino. Also da gibt es ja auch, ich habe es auch geliebt als Kind selber, wenn die dann so richtig tolle, fast so Bücher sind, so die Tim und Struppi-Hefte oder so, das ist ja richtig toll. Tolle Zeichnungen auch und alles. Genau, und die erzählen ja auch dann in der Regel auch durchaus mal ernstere Geschichten. Das ist ja nicht alles nur so Fun-Comics, sag ich mal. Ja. Da werden ja auch ganz andere Themen, wie soll ich sagen, besprochen und bearbeitet. Da wird auch Geschichte aufgearbeitet. Also gerade bei Spirou gibt es das sehr viel, dass die dann auch solche auch die deutsche Besetzung und so weiter dann ins Zentrum der Geschichten nehmen, die da erzählt werden. Aber wie gesagt, es hat einfach einen ganz, ganz anderen Stellenwert. Also da lesen auch viele Erwachsene lesen da Comics. Also das ist dann gar nicht so, dass man dann mit 12, 13, 14 dann langsam aufhört, sowas zu lesen. Und dann, wie hier in Deutschland, liest ja ab 13, 14 liest ja, glaube ich, kein Mensch mehr Comics. Die lesen ja alle nur noch Goethe und sowas. Und also das ist dann so, aber vielleicht, wenn Goethe gezeichnet hätte, das wäre dann mal noch mit Überlegung wert. Ja, in der Tat. Also wie gesagt, Asterix und Obelix ist da wahrscheinlich schon noch eine Ausnahme. Ist hier auch hierzulande ja durchaus bei Erwachsenen sehr beliebt. Das ist wohl wahr. Also sowohl als auch, glaube ich, aber eben auch, also Lucky Luke zum Beispiel ist, glaube ich, auch noch so einer, der auch von Erwachsenen noch gelesen wird, irgendwie, würde ich jetzt mal unterstellen. Aber ist schon so. Also trotz allem hat das einen anderen Stellenwert. Und das finde ich einfach eine schöne Idee, dass sie sagen, nee, komm, das ist hier. Und die haben jetzt zum Beispiel auch diese, ich weiß nicht, das Bild hat wahrscheinlich jeder schon mal gesehen, auch der mit Comics gar nichts zu tun hat, diese rot-weiß karierte Rakete, diese Mondrakete, die ist aus Tim und Struppi, die ist dann quasi, die ist dann auch mit drin und sowas dann halt. Also das ist schon irgendwie. Reise zum Mond. Genau, finde ich sehr. Sehr schöne Idee, das in Reisepass zu machen. Das passt ja dann auch sehr gut. Cool, ja. Könnt ihr ganz schnell mal vielleicht, damit wir da noch weiterkommen, sagen, auf welcher Basis ist denn das Getränk? Also das kriegt ich glaube, da so ist lieber Jim Knopf, der Hauptteil ist, glaube ich, dieses Gurkenwasser aus diesen Cornichon-Gläsern. So schmeckt das. Der hat die Cornichons gegessen und hat das Wasser. Guck dir mal die Farbe an, Brausetabletten. Orangensaft. Maracuja. Orangensaft ist ein Teil, ja. Bananensaft oder sowas? Nee, Orange. Und ich sag's, bevor ihr es hier nicht rauskriegt, ganz, ganz, ganz einfallsreich, Apfelsaft. Also Orangensaft und Apfelsaft machen hier den größten Teil, den Bärenteil sozusagen aus. Aber Bären sind nicht drin. Also Gummibären. Ich glaube nicht. Aber jetzt, das Zeichen für Baerbock. Ich hätte jetzt mal einen Haken dran. Ich hätte noch was anderes anzubieten, was jetzt tatsächlich auf jeden Fall tomatensaftfrei wäre. Ich habe hier Bier stehen von einer Brauerei, Kamba.
Ist aus dem Bayerischen, die habe ich ja tatsächlich ein bisschen wirklich bemüht, ich mach mal die grad zu kriegen. Ein Foto vom Ensemble. Aber nicht von dem roten Zeug hier davor. Lieben Fans. Und da habe ich jetzt. Das ist wirklich richtig toll, was der Beef hier auffährt. Habe ich tatsächlich. Was, der Mix vom Jim Knopf natürlich auch. Aber sieht es mir nach, hoffentlich, dass nach einem Monat, wo ich mich so gepimpt habe mit Wasser und Vitaminen, dass ich jetzt echt Bock auf so ein Bier habe. Also ich habe jetzt hier verschiedene Sorten, wie gesagt, Kamba. Ich bin auf die gestoßen in einem Restaurant. Da gab es dann auch von Kamba ein Bier namens Die Therese. Das war super lecker. Ja. Das habe ich auch immer gekriegt, das, und ich habe auch extra gefragt, das gibt es erst wieder ab August. Also der wirklich zuvorkommende Getränkehändler meines Vertrauens, also meines neuen Vertrauens, weil da bin ich jetzt zum ersten Mal gewesen, der hat sehr viele verschiedene Biersorten. Der hat tatsächlich sogar bei der Vertriebschefin angerufen von dem Bier hier und hat gefragt, wann es die Therese wieder gäbe, und die konnte dann leider sagen, also erst wieder ab August, also aber im August werden wir es dann haben. Nichtsdestotrotz habe ich mal ein paar andere Sorten. Also ich habe hier einmal Kamba Dunkel, dann hätte ich Kamba als Weißbier, dann als Märzen, dann als Jägerweiße und einmal Hell. Da dürft ihr euch jetzt gerne was aussuchen. Ich nehme, glaube ich, das Helle, wenn ich darf. Ich bitte drum. Ah, gib mir das Dunkle. Das ist schon fort. Das Dunkle ist hier. Ja, wolltest du das haben? Ich würde das Märzen nehmen, außer du trinkst nicht die ganze Flasche, dann würde ich da auch mal kosten. Ich trinke, also hier, das ist ja hier. So ein Liter. Mit den 5-Liter-Flaschen. Mach doch mal auf. Liter-Flasche. Ja, beim Beef, beim King Beef gibt es immer nur die Literflaschen. Ja, ist aus Bayern irgendwie, ne? War das da Maß? Ja, ja, mein, was, du machst doch nichts kaputt. Ich brauche das, ich muss es doch sammeln. Sind überall die gleichen. Ja, ich brauche noch einen. Vitamine. So, ich glaube es auch. Prollo, du wolltest das Märzen oder was? So, super. Ja, der stimmt, der Sammer zieht ja die Flasche jetzt weg. Ne? So, und weil wir gerade, pass auf, ihr schenkt mal euch die Bierchen ein. Ich hau hier noch einen Gruß raus, weil das ist von einer Dame, die auch was mit Bier zu tun hat. Oh. Oder vielleicht mache ich gleich zwei hintereinander, weil wir kriegen hier ja auch regelmäßig Bierspenden. Möchte ich an der Stelle auch nochmal erwähnen. Das ist eine fast schon Tradition, die könnte man wieder aufleben lassen. Und die, ja, ich glaube, es war die erste Bierspende dieser Art, wurde dann auch gleich von dem lieben Ruhrpott-Mädel im Podcast vorgestellt. Also sie kam in den Benanza-Bus, wir hatten da einen kleinen Retake, weil an dem Tag, wo wir es aufgenommen und getrunken haben, teilweise getrunken haben, konnte sie nicht, aber wir haben es dann nochmal hinterher, noch, wir haben noch eine zweite Runde getrunken mit dem Ballermann damals noch. Und hier ist jetzt ihr Gruß an uns. Herzlichen Glückwunsch zu 50 Folgen voll in die Presse. Jungs, großes Kino, 50 Folgen, mein Gott, was seid ihr alt. Was habe ich schon mit euch gelacht, was habe ich schon über euch gelacht. Beim Spaziergang mit Kopfhörern auf, die Leute haben mich angeschaut, als wäre ich vom anderen Stern. Weil ich von jetzt auf gleich so in brüllendes Lachen ausgebrochen bin. Es war einfach herrlich und es ist herrlich. Ja, macht weiter so. Ich öffne mal ein Pilzchen, ein Fiege auf euch. Tschö. Tschö. Sehr geil. Also, da steht ja noch unser Besuch in Bochum bei der Fiege-Brauerei aus das im Sommer. Machen wir. Haben wir uns vorgenommen. Und dann haben wir auch mal eine sehr schöne, wirklich Bierspende und die, ich weiß gar nicht, wie hießen die Kugeln da noch? Hallorenkugeln. Halloren, ja. Bekommen von der lieben Ines. Und auch die hat uns eine Grußbotschaft geschickt. Hallo, liebes Podcast-Team von Voll in die Presse. Ich wünsche euch zu eurem Jubiläum alles Gute und Liebe. Ich bin eine treue Hörerin. Noch viele verrückte Ideen, viele verrückte und vor allem total wichtige und informative Nachrichten, die unbedingt in die Welt hinaus sollten und verbreitet werden sollten. Ich höre den Podcast gerne unterwegs und der führt dann gerade bei längeren Fahrten zu ein bisschen Zerstreuung und ja, auch mal zum einen oder anderen Lacher, was in öffentlichen Verkehrsmitteln dann manchmal auch besonders gut ankommt. Freue mich auch immer wieder über die Rezensionen von dem einen oder anderen Getränk, was man sich ja dann selber vielleicht mal zu Gemüte führen kann. Ich will nur sagen, echt coole Sache, macht weiter so. Ich freue mich noch auf ganz, ganz viele Folgen. Bis dann. Und viele Grüße aus dem schönen Erzgebirge. Tschüss. Sehr schön. Ja, cool. Ne? Also vielen Dank auch dafür. Wirklich, das ist so eine richtig schöne, auch
ja, Tour in die Vergangenheit von Leuten, die in diesem Podcast oder mit diesem Podcast eben auch die letzten Jahre verbracht haben. Und darauf würde ich sagen, ein leckeres Kamba. Also der Tipp geht vielleicht auch gleich raus, ne, wenn die Leute das nachtrinken wollen. Ja, Prost, Prollo. Prost, Jungs. Ja. Beim Erzgebirge muss ich mal sagen, da muss ich immer an Aue denken. Die haben heute leider verloren. Das finde ich auch so ein sympathischen Club, der irgendwie so ganz weit draußen ist von hier aus gesehen. Ja. Aber irgendwie also, ist er, gefühlt ist er immer da. Ich muss bei Erzgebirge immer an den Holzmichel denken. Ja, aber ich weiß auch nicht, warum. Aber so groß sein. Ja, er lebt noch. Hm. So, ich habe euch aber auch was mitgebracht, was total wichtig ist. Lecker. Das schmeckt richtig gut. Also immer ich wenn ich es lecker finde, ist dann irgendwie Zucker drin. Kann das sein? Ja, nee, bestimmt. Ach, Quatsch. Alles kann, nichts muss, mein lieber Sommer. Wisst ihr eigentlich, also tragt ihr gerne Jeans, vielleicht mal vorneweg. Ja. Ja, ne? Also jeder von uns hat ja regelmäßig und gerne Jeans an, ich heute nicht, aber was ist denn aber das Besondere? Deine Hose gleich wieder an. Ich ziehe die Hose gleich wieder an, aber ich bin ja so gut drauf, ja. Deswegen, ich muss euch das einfach jetzt in jeglicher Form hier beweisen. Er springt hier in der Hungerboots rum. Ja, mir geht das Klappmesser gleich in der Hose auf und deswegen habe ich die ausgezogen, aber um euch zu zeigen, oder zu beweisen oder wie auch immer dahin zu führen, was das Besondere an einer Jeans ist, vielleicht erstmal. Haben inzwischen auch viele andere Hosen. Ich gucke mal die jetzt hier nicht, aber man sagt ja auch, also wie viele Taschen hat eine Jeans? Ja, fünf. Fünf, genau, das ist ein Kenner hier. Five Pocket Jeans, ne? Vier. Ja, große, diese, zwei am Arsch, ja, und die, zwei vorne. Und die kleine, diese Minitasche, die kleine, wo man das, was man reintut, nie wieder rausbekommt. Finde ich super, die nutze ich. Es geht um die kleine und jeder liebt die kleine Tasche. Aber warum? Ich vermute, der Beef, der weiß sowas immer. Das ist so ein wandelndes Lexikon. Also wenn du es weißt, dann lass die noch ein bisschen rumeiern. Warum wurde eigentlich damals diese fünfte Tasche erfunden, diese kleine? Für diese Einkaufschips beim Aldi. Ja, das war aber, also hätte sein können, theoretisch. Ja. Vielleicht fürs Jeans wurde 1873 erfunden, also nur so als kleine. Gut, 1873, ja, dann vielleicht so für so ein paar versteckte so Patronen. Ne? So, da hast du ja irgendwann nicht mehr den Patronengurt offen getragen, da hast du die dann nur noch so die kleinen Dinger da reingesteckt. Und die Wumme? Ja, die hast du richtig in der Hose. Okay. Klappmesser. Nein, aber das ist auch nicht, das ist geht aber in so eine Richtung, also es hatte einen praktischen Nutzen, das kann man schon mal sagen. Es war ja eine Arbeitshose. Ne? Vielleicht so Münzgeld oder sowas drin zu haben. Schrauben, Nägel. Ja, nee. Denkt mal wirklich 1873. Stellt euch zurück in die Zukunft Teil 3 vor, wie die da rumlaufen. Die Cowboys, meinetwegen. Ne? Also was haben die denn für Accessoires außer... Die Zückerchen fürs Pferd dabei gehabt. Möhre. Eine Möhre. Ja, vielleicht die mit dem angeschlagenen Selbstbewusstsein. Nee, hätten die so einen Gemüsebeutel gehabt, voll Öko. Also jetzt so ein Westernfilm. Wenn der Sheriff da steht, ist es, ich gebe euch noch mal so eine kleine Taschenuhr. Eine kleine Taschenuhr. Wie waren die denn immer, diese Taschenuhren? Ja, die waren immer so an so einer schönen kleinen Kette und dann konntest du die schön so rausziehen. Genau, und die haben die früher in die Kette so am Gürtel gehabt und die Taschenuhr war immer in der Weste drin. Und dann hat man sich gedacht, da fiel die aber gerne mal raus. Weil die Westen so wild waren. Weil es ja der wilde Westen. Richtig. Und dann hat sich der Levi Strauss gedacht, ich nähe da einfach noch eine kleine Tasche oben drauf. Also früher hatten auch seine Hosen nur vier. Und dann hat er noch diese kleine Utility-Tasche, wo man heute USB-Sticks, Münzen, was weiß ich was, reinsteckt und hatte damit die Five-Pocket-Jeans erfunden für die Taschenuhr. Das ist ja interessant. Das ist doch geil, oder? Hier lernt man was bei uns. Ich auch, weil ich wusste das auch nicht, bevor ich diesen Artikel in der Welt gefunden habe. Also, sehr cool. So gut, so schön, so informativ. Ja, finde ich cool. Hätte ich nicht gedacht. Finde ich gut. Darauf ein Kamba. Darauf ein Kamba. Wohl sein. Also wenn du so einen Monat abstinent bist, dann würdest du ja denken, dir schmeckt alles. Ist aber nicht so, weil ich habe schon Bier getrunken. Wir haben ja jetzt schon Mitte Februar und ich habe schon eins tatsächlich getrunken und es hat mir nicht geschmeckt. Aber das schmeckt wirklich vorzüglich, mein lieber Beef. Also das freut mich ja sehr. Dich kann man Bier holen schicken. Das kann man schon mal festhalten. Ja. Okay, wer macht weiter?
Leute, oder soll ich Grußbotschaften abspielen? Ach, ich kann auch gern kurz weitermachen mit einem kurzen Beitrag. Ich habe heute sowieso zu deiner Freude, Ben, nur kurze Beiträge. Sehr gut. Und zwar Krankenkassen. Die sind ja wohl eher nicht besonders spannend, oder? Also Krankenkasse würde man eher so mit dem Wort langweilig assoziieren, würde ich sagen. Jetzt gibt es hier aber etwas, ich nenne sie auch mal beim Namen hier, die TK-Krankenkasse. Die haben sich was einfallen lassen, das finde ich alles andere als langweilig. Da möchte ich mal kurz dann auch mit euch drüber diskutieren. Habt ihr schon mal, jetzt ihr seid ja auch in etwas höherem Alter mittlerweile, habt ihr schon mal Hodenkrebsvorsorge gemacht? Ja, ich gebe es zu, habe ich. Das ist ja, brauchen wir ja nicht zugeben, das ist ja vernünftig. Ja, also ich rede offen darüber. Ich habe ja eh keine Hose mehr an. Also soll ich da mal zeigen, wie das geht? Der Drei-Finger-Griff auch. Da kann man doch selber zu Hause machen. Also pass auf, du nimmst die Finger und dann so richtig so. Wow. Ja, aber nicht in den Hintern, ne? Wenn, nein. In den Hintern ist Prostata. Du musst gucken, ob die Eier Beulen haben. Prostata-Untersuchung. Ja, aber der Ben ist schon auch im richtigen Dampfer, weil natürlich kann man auch in einem richtigen Tunnel. Kann man auch zum Urologen gehen, aber man soll ja in der Tat das regelmäßig selber machen. So, und jetzt ist Hodenkrebs eben keine witzige Sache und es machen viel zu wenig Männer, der Ben, der kann das ja anscheinend schon auswendig, in diesen Drei-Finger-Griff, dieses Abtasten, das machen viel zu wenige. Und da hat sich die TK-Krankenkasse ganz anders, als man denken würde, von einer Krankenkasse was Kreatives einfallen lassen und hat ein Video dazu gedreht. Und der Ben, der kommentiert das jetzt mal. Ich habe das jetzt hier mal kurz im Handy. Das fängt an. Neu aus der Rubrik das kommentierte und vertonte Video. Das vertonte Video, genau. Eine der Ben, Episode. Der Ben Cartwright, du musst das jetzt wie so ein Synchronübersetzer relativ schnell übersetzen. Das ist ein kurzer Clip, der geht 1,41, aber wir lassen den nicht voll durchlaufen. Sehe ich wir jetzt machen, aber hoch, weil ich will keine Hoden. Soll ich die Gebärden dazu machen? Ja. Nein, der Ben soll den Hörern jetzt einfach mal und den Hörerinnen natürlich einfach mal kurz erzählen, was passiert. So, also bevor ich auf Play drücke, Ben, ist Folgendes, die ersten 8 Sekunden passiert. Eine Frau steht unter der Dusche, man sieht ihre Füße, man sieht ihren Kopf, sonst sieht man nichts. Ja. Und dann klingelt es an der Tür und dann geht's Video los. Ja, die hat so ein Handtuch umgebunden, sie öffnet die Tür, ein Typ im T-Shirt und 5-Pocket-Jeans sagt, hallo, da bin ich. Das Ganze in schwarz, oh, die hat wirklich nur dieses, sie bittet ihn rein, er lächelt, er guckt ihr auf den Arsch, sitzt auf dem Sofa, sie hat es inzwischen sich was angezogen, aber so was Knappes und gibt ihm ein Wasser. Der Handjob gegen Hodenkrebs wird dann der Techniker eingeholt. Sie fangen an zu knutschen, sie gucken sich lüstern an, sie sagt, komm, lass uns poppen. Ja, ich mache mal die, oh, sie macht ihm die Hose auf, hat auch, oh, man sieht gepixelte Genitalien. Sie macht ein lüsternes Gesicht. Mein Gott, die wird loslegen, die will auch ein Smoothie, will die. So, und jetzt habe ich die Pause gedrückt. Wir sind also bei der Situation, er steht, sie sitzt, so, man kann sich jetzt weiterdenken, wie es weitergeht. Aber der Witz ist, so geht es dann nämlich nicht weiter, wie man sich das vielleicht vorstellt, ja, sondern es geht dann, ich mache mal gerade hier noch ein bisschen lauter, es geht dann nämlich folgendermaßen weiter. Die Mann netterweise erklärt, wie der Self-Check funktioniert. Zuerst mit offener Handfläche von unten betasten, um ein Gefühl für die Größe. Amy, irgendwas Pornodarstellerin. Sie müssen auf jeden Fall nicht genau gleich groß sein, aber schon einander entsprechen. So geht das da jetzt weiter, noch insgesamt 1,41. Und der Witz an der Sache ist, das ist eine Pornodarstellerin. Die haben also dieses Video bewusst in dieser Porno-Atmosphäre oder an Pornos angelehnten Atmosphäre gemacht. Und dieses Video ist unter anderem auch bei ihr auf ihrer Webseite im Original und ohne Verpixelung zu sehen. Man findet es aber auch jugendfrei bei YouTube. Und weshalb ich das jetzt hier mal auch reingebracht habe, ich würde mal gerne wissen, wie ihr das findet. Also ich finde sowas immer super, aber lass mal die anderen, ich habe ja jetzt schon so viel gelabert. Also ich habe mich gefragt, warum hat der Typ keine Maske an? Also gerade in der heutigen Zeit. Und was macht das ganze Stroh im Hintergrund?
Ich finde es gut. Also ich glaube, man muss einfach, so wirst du einfach auch die Zielgruppen, die es erreichen soll, erreichen. Das ist der wesentliche Punkt. Also Hodeninhaber. Unter anderem Hodeninhaber und auch Hodeninhaber aber, mittleren Alters. Aber stell dir mal vor, du gehst auf die Webseite von Pornodarstellerin Amy und bist dann da gerade so in Stimmung und dann legt sie los und fängt an, dem Kerl, wo eigentlich anderes zu tun ist, die Hoden abzutasten und dann so eine medizinische Erklärung. Ich glaube, das ist auch ein ganz schöner Abturner, aber du erreichst ihn natürlich gerade in der Situation, wo du denkst so, ja, okay, komm, einmal zur Seite schieben die und dann kann ich auch mal schnell durchtasten. Das ist aber sehr bildlich gesprochen. Sie werden es zu Ende gucken, das ist der wesentliche Punkt. Und die Message kommt an. Ja. Also ich habe heute was gelernt, insofern darf ich mich schon nicht beklagen. Ja, genau, darfst du dich schon mal nicht beklagen. Ich werde auf jeden Fall heute Abend noch die Kasse wechseln. Aber, Prollo, mein lieber Prollo, du hast mal wieder das Stichwort geliefert, nämlich beklagen. Es gibt nämlich tatsächlich, und deswegen, das habe ich jetzt extra noch nicht vorweggeschickt, Leute, die sich darüber beklagen, über dieses Video. Ist dieses Video sexistisch? Es gibt nämlich da durchaus auch einen kleinen Shitstorm für die Krankenkasse, also offensichtlich mehr Kritik als Zustimmung. Es gibt auch Zustimmung, aber es gibt halt eben auch Leute wie zum Beispiel die Autorin Tara Luise Wittwer, die sich zitieren lässt mit sexistisch und nicht witzig. Oder jemand das anders. Musst du anders vorlesen, das ist sexistisch und nicht witzig. So, das muss ich reimen. Und jemand anders sagt, das Video offenbart, wie wenig wir Männern zutrauen. Also es gab da wohl ein bisschen Aufruhr. Und ich möchte jetzt mal die Frage deswegen nochmal etwas anders stellen. Ist dieses Video sexistisch? Ganz ehrlich, ganz ehrlich, mir ist das eigentlich scheißegal. Weil was die Techniker-Krankenkasse sich da gedacht hat, ist doch wahrscheinlich, wir müssen die Männer da abholen, wo sie sind. Wo sie stehen. Kalor verpasst. Mein Gott, man muss ja jetzt nicht jeden mitnehmen, aber trotzdem. Ich finde, wir sind ganz gut dabei. Und Männer sind vielleicht, können wir uns hier auch nicht ganz von frei machen, Shovi-Schweine, die vielleicht auch so sexistisch denken. Und im Porno willst du vielleicht auch nicht so den gleichberechtigten Film sehen. Da willst du vielleicht auch mal 5 Minuten diese ganze Gender-Debatte vergessen und einfach hier kommen, zack, bumm, fertig aus. Ich bin der Handwerker, du bist das Mädel auf dem Sofa. Und ich finde das zumindest so unter diesem Gesichtspunkt, die Leute zu erreichen, richtig clever. Und wenn du dafür sexistisch sein musst, kann das ja auch, oder dir den Vorwurf annehmen musst, kann das ja auch ein bewusst gewähltes Stilmittel sein oder wird es sogar sein. Also ich finde das nicht schlecht, weil es geht ja nicht darum, die Frau zu erniedrigen, sondern es geht darum, eine Botschaft in einem wichtigen Thema zu senden. Ja. Dazu würde ich erstens zustimmen und zweitens stelle ich mir gerade die Frage, gibt es eigentlich auch Pornos mit Handwerkerinnen? Ich glaube schon. Gleich nach diesem Video werde ich das heute Abend erforschen. Ich will jetzt die Diskussion hier auch nicht unnötig breit machen. Wir haben ja noch viel vor heute. Aber ich habe mich einfach auch gefragt, wann ist eigentlich ein Porno oder so eine Liebesszene sexistisch? Ist die Szene zu Hause im Schlafzimmer ohne Kamera, sie sitzt, er steht, ist das sexistisch? Also ich möchte das mal nur so in den Raum werfen. Also ich habe irgendwie noch nicht hundertprozentig für mich gefunden. Sorry, nochmal, es ist doch egal. Ja. Darf ich mal eine ganz andere Frage stellen? Da wurde ja jetzt der Vorwurf des Sexismus. An was wurde er denn konkret festgemacht? Oder hat die einfach gesagt, das ist sexistisch? Hat sie einfach nur so gesagt. So anders habe ich es dem Artikel jedenfalls nicht entnehmen können. Und ich finde es schwierig, das einfach so pauschal zu sagen. Mhm. Ist mir nicht ganz klar. Liegt das daran, weil sie einen weiten Ausschnitt hat, als sie dann da auf dem Sofa sitzt? Oder weil sie irgendwie eben so als die Lüsterne irgendwie dasteht? Also ich habe mich in das Thema ja auch eingelesen. Mir war das nur zu seicht hier für heute. Und da war das Argument, dass ja irgendwie, das fängt ja schon damit an, dass niemand eigentlich irgendwie die Tür aufreißt, nachdem er aus der Dusche der Klingel entgegengesprungen ist, ja. Also dieser Pornoplot, ja, das ist halt ein Pornoplot, ja. Und wenn man das sexistisch findet, das kann sein, aber ich finde es zweckmäßig, ja. Es ist hier, also wie Ben eben schon sagt, das ist im Prinzip ja das Stilmittel, um das Ziel zu erreichen. Das heißt, die Leute sollen Karlauer bei der Stange gehalten werden. Ja. Und,
Und ich glaube, das ist, also ich finde das erstmal. Also ich möchte, ich, ja. Ich verstehe deinen Standpunkt. Und du musst Stehvermögen zeigen. Und ich verstehe nicht auf den Sack. Und ich verstehe euch auch. Wir sind uns da völlig einig. Aber es ist ein Eiertanz, ne? Ist ein Eiertanz. Ja. Und kein Eiertanz macht hier, den möchte ich, ich möchte gerade zwei Leute noch zu Wort kommen lassen. Einmal den FDP-Politiker Konstantin Kuhle. Wieso auch immer der ausgerechnet jetzt hier zu Wort kommt. Der müsste eigentlich Konstantin Beule heißen, aber ja, jetzt nur am Rande, um das Niveau komplett zu. Ich finde, wenn man da verstumpft reagiert, sollte wahrscheinlich war, früher, den Kasper war das der Schauspieler. Also statt inborniert spießigerweise über die erfolgreiche Hodenkrebsaufklärung der Techniker Krankenkasse zu schimpfen, sollten wir denen gleich die ganze Verantwortung für die Werbung zu Corona-Impfungen übertragen. Good job, sagt er. Hat er nicht Unrecht. Also. Und die Techniker sagt genau das, was ihr schon auch 30 Mal gesagt habt. Man hat das eben bewusst so gewählt, um eben auch die Zielgruppe zu erreichen. Ja, weißt du, wenn das ein Künstler machen würde, das finde ich immer so dieses Verlogene. Das ist jetzt eine Krankenkasse, die mal vielleicht einen neuen Weg beschreibt. Wenn jetzt ein Künstler bewusst das Stilmittel des Pornos nimmt, was ganz viele Künstler schon gemacht haben, dann kriegen die vielleicht auch so ein bisschen. Auch aus Geldnot. Oder aus was auch immer, was? Ja. Aber dann wird das immer als Kunst. Freiheit auch akzeptiert, ja. Am Ende des Tages. Aber wenn jemand anderes das macht oder so ein Unternehmen, dann ist es halt direkt. Das kann ja auch Auftragskunst sein. Ja, wir hatten ja das Thema auch schon. Ja. Ja. So, wir haben noch viel, viel vor. Wir haben auch noch ein paar Grußbotschaften. Ich streue noch mal zwei ein und dann machen wir eine kleine Live-Schalte hier in der Sendung, würde ich sagen, mit einem, den ihr auch kennt. Aber erstmal einem Typen hier, den holen wir in die Sendung, der noch nicht in Erscheinung getreten ist, aber wenn der will, kann er das ja in einer der nächsten Sendungen machen. Einige von uns kennen ihn als den Solitary Man. Und mal sehen, was der uns zu erzählen hat. Ich muss gestehen, ich habe es noch nicht gehört. Ein herzliches Moin aus Hamburg von eurem treuen Hörer Solitary Man. Ich gratuliere zu 50 Podcast-Episoden. Ihr macht das wirklich ganz wunderbar. Nehmt das auseinander, was die Presse über diese zum Teil seltsamen Dinge berichtet, die in unserer heutigen Zeit so vor sich gehen. Es ist sehr erfrischend, eure Meinungen, eure verschiedenen Meinungen dazu zu hören. Macht weiter so, das ist eine große Leistung. Aufgefallen ist mir allerdings, dass ihr neben den politischen und gesellschaftlichen Themen sehr selten mal auf den Bereich Film und Kultur eingeht. Und gerade jetzt in der Pandemie, wo genau dieser Bereich doch sträflich vernachlässigt wird, könnt ihr das natürlich wieder gut machen. Denn die Oscar-Nominierungen sind nämlich gerade rausgekommen und die Berlinale findet statt. Als Präsenzveranstaltung, zwar mit reduzierter Kapazität und Abstandsregelungen in den Kinos, besteht trotzdem sehr viel Kritik am momentanen Konzept, ob man in einer Zeit, in der die Pandemiezahlen nach wie vor hoch sind, ein Filmfestival stattfinden lassen muss, und zwar in dieser Form. Da würde mich doch mal eure Meinung zu interessieren. Vor allen Dingen vor dem Hintergrund, dass gerade für Kinos und Einrichtungen der Kultur in den letzten 2 Jahren doch arg wenig gemacht worden ist. Vielleicht habt ihr dazu Ideen, ob die Berlinale als Präsenzveranstaltung vielleicht ein Zeichen setzt. Es ist vielleicht auch mal spannend zu diskutieren, ob es nicht einfach auch berechtigt ist, das Festival so in dieser rücksichtsvollen Form auf die momentanen Gegebenheiten durchzuführen. Da würde mich mal interessieren, was sagt ihr dazu? Ja, das ist eine super Steilvorlage. Und erstens muss ich dem lieben Solitary Man ein klein wenig widersprechen, weil wir haben ja regelmäßig Filmfolgen, sogar ein Film-Special gemacht. Und wir haben ja auch einen eigenen Benanza-Filmexperten und der möchte uns natürlich auch ganz besonders grüßen. Und deswegen schalten wir den jetzt einfach live in die Sendung, den lieben Hank Frank Schrader. Mal sehen, ob es klappt. Und wir reichen die Frage an einen weiter, der sich auch so ein bisschen mit Filmen auskennt und beruflich damit beschäftigt. Hallo? Schrader. Schrader. Ja, moin, du verschnupfte Tüde. Ja, du hast mich gerade hier Sachen aufschlupfen sozusagen erwischt. Ja, das habe ich gemerkt. Also man muss vielleicht jetzt, du bist jetzt live auf der Sendung, du musst vielleicht erwähnen, dass du Mitglied in einem Schnupfclub bist. Ja, selbstverständlich. Dauerhaft. Ja. Ohne Pause. Ja. Also immer verschnupft.
Du, pass auf, wir hatten gerade eine Grußbotschaft von einem netten jungen Mann aus Hamburg, a.k.a. Solitary Man, der hier einfach mal eine Frage auch in den Podcast gestreut hat, statt zu grüßen oder neben seinen Grüßen, nämlich Thema Berlinale und Oscarverleihung in Präsenz. In zurückhaltender Präsenz. Wie stehen wir dazu? Der prangert ja so ein bisschen an, dass wir zu wenig Filmthemen hier reinbringen. Und da haben wir gedacht, Kultur, wir ziehen den Kultur. Kultur und Filmthemen. Wir ziehen den Telefonjoker. Ja, da müssen wir ihn anders anrufen. Stimmt, du machst ja nur Heimkino. Ne? Na, ich habe auch schon mal ein Kino von innen gesehen. So ist nicht. Ne? Ja. Tatsächlich. Ja, aber Popcorn verteilen. Ja, okay. Also, fassend zum Abend. Natürlich habe ich mir gerade eben noch 51 Shades of Grey angeschaut. Hm? 51? Okay. Und, kann der was? Ist ja schrecklich. Ja, das ist alles schon sehr spannend und überhaupt total aufregend, wenn ich hier gerade eingeschlafen wäre. Aber sonst alles bestimmt super. Ja. Also... Oscar-Verleihung, ne? Das sind wir ja gerade beim Thema. Da gab es ja jetzt vor wenigen Stunden die Nominierung. Ja. Ja, so aktuell sind wir hier. Ja, irre, ne? Ja. Und mein Favorit ist ja auch, hat ja die meisten Nominierungen bekommen, tatsächlich. Ist das Belfast? Don't Look Up. Don't Look Up. Okay. Ach, hast du, wir müssen ja hier selbstreferenziell weitermachen. Ich habe gerade schon gesagt, du bist unser Benanza-Filmexperte. Du hast ja auch hier den eigenen Blog, beziehungsweise den Newsletter Trailer Park News. Und da hast du gerade ja abgefeiert, auch Don't Look Up und den für 10 Oscars selber nominiert. Ja, das ist ja fast... Das ist ja extrem selbstreferenziell, weil ich glaube, genauso ist gekommen. Kann das sein? Ich weiß gar nicht genau. Also, ich bin mir fast sicher, dass es 10 oder 11 geworden sind. Zumindest Nominierungen. Also, ja, okay. Ist alles drin. Hat schon mal jemand 10 gekriegt, einen Film? Ja, es gab sogar noch mehr. Ich glaube, der Rekordhalter ist tatsächlich Ben-Hur. Kann das sein, Ben-Hur? Mit 12 kann das sein. Jetzt erwischt ihr mich auf wirklich sehr kaltem Fuß, aber war das nicht Titanic hat auch schon über 10 abgesahnt, oder 11, glaube ich. Aber Hank Frank, war das denn auch der alte Ben-Hur mit Charlton Heston, hatte der nicht auch so 11 oder so oder 12? Ja, liegt aber nur dran, weil der Film so lang war, dass er gedrittelt worden ist und dann einfach dreimal nominiert wurde. Oscar pro Film, Gut, den Vorwurf könnte man den Vorwurf könnte man durch den beiden anderen zitierten Filmen auch so ein bisschen machen. Weil wesentlich kürzer sind sie auch nicht. Ja, und es gibt... Nee, stimmt. Ist ja mittlerweile die absolut neueste Mode. Kein Film unter 2 Stunden und alles, was so über 2,5 ist, muss sowieso ganz wichtig und überhaupt ganz qualitativ hochwertig sein. Das ist, weil das alles sonst Fernsehserien geworden werden. Und da haben die so viel Material gedreht, dann... Mhm. Habe ich gerade heute Morgen im Radio ein geiles Feature drüber gehört und musste an dich denken, Hank, weil du das ja auch schon angeprangert hast hier in dem erwähnten Newsletter, dass alles jetzt so wahnsinnig aufgebläht ist. Und da haben die dann auch berichtet, was der längste Film der Welt ist. Weißt du es zufällig oder hast du eine Ahnung, wie lange der dauert? Also erstens mal mit aufgebläht und längste der Welt, da fühle ich mich selber sehr angesprochen. Also persönlich, ja. Muss ich jetzt nicht mal sagen. gleichzeitig muss ich natürlich auch weiterhin dokumentieren, dass der längste Film der Welt wahrscheinlich das 24 Stunden laufende oder 23 Stunden und 59 Sekunden laufende Matrix-Hintergrundbild bei YouTube ist. Höchstwahrscheinlich. Knapp. Also es gibt wohl irgendeinen Kunstfilm, der 56 Tage läuft. Also da bist du dann echt eine Weile mit beschäftigt, den durchzusuchten. Unangenehm. Wir haben uns aber auch eben mit einem Film beschäftigt, der diesem Trend entgegenwirken soll. Die Techniker-Krankenkasse hat da nämlich ein Video zur Hodenkrebsvorsorge entworfen. Das kannst du dir ja auch mal reinziehen. Vielleicht wird das auch nominiert nächstes Jahr. Schlanke 1,41. Also und mit Eierkraulen. Dumm ist nur, wenn dir statt dem Gerät einfach das Kassengestell die Tür öffnet. Nee, aber ich kann live aus der Rezensionshöhle berichten, was im nächsten
sag ich mal, im nächsten, ja, hier in der nächsten Ausgabe von Trailer Park. Ausgabe erscheinen wird. Entschuldigung, ich bin noch konsterniert, weil ich habe in den letzten Stunden ein einziges Wort vernommen, das ist Kuh. Ja, oh. Niemand kennt diesen Film. Ich kenne ihn jetzt mittlerweile kenne ich ihn. Der Film heißt Kin Cha Cha, KIN-DZA-DZA, Klammer auf, OMU, Klammer zu, original mit Untertitel. Ein russischer Science-Fiction-Film aus dem Ende der 70er, wo zwei russische, ich sag mal, Passanten auf einen Wüstenplaneten gebeamt werden und alle Menschen, die da wohnen, sagen einfach nur Kuh. es gibt noch ein zweites Wort, was sie sagen, Bio. Das ist quasi das örtliche Schimpfwort, aber ansonsten heißt alles nur Kuh. Und der Film dauert auch schlappe 2,5 Stunden, also da kann man sich auch, ich sag mal ganz vorsichtig, langweilen. Vorsichtig. Dachte, hätte man nicht ordentlich einen weggeschnupft vorher, ne? Ja, eben. Und dann deswegen, ne? Also das ist ja eine Ursache und Wirkung. Und wieder Ursache und Wiederwirkung. Also man kommt ja aus der Spirale da kaum mehr raus, muss ich ja gesagt haben. Ja, wunderbar. Steht heute noch ein Film auf dem Programm bei dir oder machst du jetzt Feierabend? Nee, ich tatsächlich ist heute weitestgehend Feierabend. Ich kann nur noch in die Runde weiterhin empfehlen, also würde ich jetzt positiv empfehlen, Cowboy Bebop, die Serie auf Netflix. Eine Realverfilmung einer unfassbar guten japanischen Anime, Science-Fiction-Komödien-Thriller, Film-Noir angehaucht, Verfilmung. Deswegen, ja Leute, also ansonsten freue ich mich natürlich immer gerne, die ganze Sache hier auch ein bisschen mit Abstand zu betrachten. Ich bin ja jetzt sehr überrascht hier, dass ich hier angerufen werde und überfallen werde in diesem Mut, in dem ich hier sozusagen bin. Ja. Deswegen, ich freue mich weiterhin euch und in diesem Podcast zuzuhören und auch ein bisschen was beizutragen demnächst, wann auch immer, in welcher Form auch immer. Das Lagerfeuer steht noch aus, ne? Da müssen wir schon nochmal drauf zurückkommen. Machen wir im Sommer. Ja, das machen wir dann im Sommer, so wie letztes Jahr nicht. Okay, mein Lieber, dann lassen wir dich weiter schnupfen und schön, das war jetzt hier voll in die Presse, hautnah aus dem Wohnzimmerstudio von Hank Frank Schrader. Bleib gesund, mein Lieber, und schön, dich hier in unserem Universum zu haben. Ja, Leute, haltet die Ohren und alles andere steif. Bis demnächst. Ja, wir sind dabei. Bis dann. Mach's gut, mein Lieber. Ciao. 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 Ja, wunderbar. Das war der liebe Hank. Ja. Ja. Mhm. Und? Ja. Noch aber mehr Grußbotschaften oder noch irgendwelche harten Fakten? Ich hätte jetzt noch ein Thema, aber das ist tatsächlich, wäre schon jetzt ein ziemlicher, wie soll ich sagen, ziemlicher Sprung. Launer. Also, ziemlicher Killer, meinst du? Ja, Killer weiß ich nicht. Also es ist, ja, schon auch ein bisschen Killer. Also jetzt, man könnte drüber lachen, wenn es jetzt so ernst wäre. Es ist nochmal Comic. Also ich bin heute habe ich ein bisschen Comic-Schwerpunkt hier, keine Ahnung. Von der AOK. Kennt jemand von euch den Comic Maus? Ach, ja. Diesmal klaust du mir einen. Ja, das tut mir aber leid. Den Maus aus dem Dings da. Aus der Schulbehörde in Tennessee. So ein Holocaust. Maus ist, der ist gut. Das ist, also ist quasi ein Comic oder auch so eine, also im Prinzip schon so eine Graphic Novel mehr oder weniger. Das heißt, da wird eine wirklich völlig ernste Geschichte erzählt. Und zwar der Art Spiegelman, das ist der Autor und Zeichner, der erzählt in diesem Comic, wie seine Eltern Auschwitz überlebt haben. Und das ist auch ein Weltbestseller geworden, also das gibt's auch schon jetzt, ich müsste jetzt lügen, ich habe jetzt nachrecherchiert, aber das gibt's locker schon 20, 30 Jahre und ist tatsächlich eben, ist ein Comic oder ist die Comicform, aber ist halt tatsächlich jetzt nicht kein Fun-Comic in dem Sinne, also dass es da irgendwie zu lachen gibt oder sowas, das ist ein ganz wesentlicher Punkt. Und der steht auch in der, ist eines der Titel, die in Tennessee, Bundesstaat Tennessee in den USA, auf der Liste der Schulliteratur stehen. Das heißt, das ist eines der Bücher, die da gelesen werden sollen von den Schülern und besprochen werden sollen. Man muss auch dazu sagen, noch kleine Erwähnung, das Buch ist auch mit dem Pulitzer-Preis ausgezeichnet. Also sprich, das ist so in den USA mit die höchste Auszeichnung, die man für
Printjournalismus etc. bekommen kann. Genau, und da geht es halt, wie gesagt, um den Holocaust und so weiter und so fort. Da sind dann auch die Jüdinnen und Juden sind als Mäuse dargestellt, die Deutschen sind als Katz dargestellt etc. Und das ist da so ein bisschen verarbeitet. Naja, das nur so zum Inhalt. Ja, und dann hat sich der zuständige Bezirksleiter, der für die Schulen ist, der weist dann darauf hin in einer Diskussion, dass es sich in dem Buch gäbe es unangemessene Sprache. Und zwar käme unter anderem die Worte Gottverdammt und Miststück vor. Und da haben sie drüber diskutiert und haben halt gesagt, naja, das müssten sie dann wohl bearbeiten. Also das ging ja so nicht. Wer hat das gesagt? Das der ist Schuldezernent. Der Schuldezernent von dem Schulbezirk dort in Tennessee. Der hat das Thema ins Rollen gebracht und dann haben die das auch mit dem Schulleitern und so weiter besprochen und die haben dann schon überlegt, haben sich auch mit dem Anwalt mal ausgetauscht und hätten dann gesagt, die beste Lösung wäre es, die Begriffe zu bearbeiten. Und bei der Diskussion kommt dann auch noch dazu, dass auch in der da auch eine nackte Frau gezeichnet ist einmal zwischendrin und dann wird weiter über das Thema diskutiert und das Ende vom Lied ist, ich zeige euch gleich auch noch den Weg dahin, wenn du willst, kannst du da noch was zu sagen, Ben, wenn du das ja auch als Artikel hattest. Das Ende vom Lied ist, dass die das Buch aus dem Lehrplan streichen. Und das finde ich extrem erschütternd. Krass. Vor allen Dingen, wie die Herleitung ist. Also das Perverse ist, also er wird ja auch zitiert, das Buch zeigt Menschen, die gehängt werden, das ist jetzt Zitat, es zeigt Menschen, die gehängt werden, es zeigt Menschen, die Kinder töten, warum fördert das Bildungssystem so etwas. Das hat einer der Mitglieder des Gremiums gesagt. Nicht und ernsthaft. Da will ich mal persönlich werden. Wir haben ja auch Verwandtschaft drüben, auch aus Tennessee drüben teilweise. Drüben ist jetzt für die Älteren unter uns, das bezieht sich auf die USA, nicht auf die DDR, die drüben, ehemalige. Okay. Also Westschokolade, Hershey statt, wie hieß das andere, Ethanol? Nee, die Startplatz der Rosinenbombe, genau. Genau, nee, aber tatsächlich, wir waren da, haben uns da mal ein paar Wochen zu Besuch einquartiert und da war es halt auch, lief halt der Fernseher, wie der so läuft, ja, und hier und da mal ein Film und einer wurde uns dann angekündigt, nee, ist okay, für die kleine Tochter ist clean, ja, und clean hieß aber, dass einfach während die Leute sich im Civil War da gegenseitig Beine und Köpfe weggebombt haben und so einiges um die Ohren flog an Gliedmaßen, halt keiner Scheiße gesagt hat. Ja, ist vielleicht so ein, ich will das gar nicht despektierlich bezeichnen, das ist halt so ein, ja, also dieses Thema drastische Darstellung und Fäkalsprache, ja, das sind halt gewisse Prioritäten, ja, du kannst halt so lange Juden vergasen, bis Titten zu sehen sind. So, und dann ist der Spaß natürlich vorbei. Habe ich das jetzt etwas überspitzt formuliert? Ich weiß es gar nicht. Nee, es geht in die aber, Richtung tatsächlich. Ja, also wenn man es negativ auslegt, ja, ich glaube, das Anliegen dieses Buches würde ich jetzt als wichtiger einschätzen, als jetzt so sprachliche Feinheiten. Naja, muss man ja schon fast na, sagen. Vor allem, ja. Das ist genauso wie mit der Techniker. Du kannst ja nicht sowas wie den Holocaust mit so einer mit einem Blümchenfilm mit darstellen. Mit so einer Ab-6-Sprache beibringen. Und was mir bei dem Artikel nur aufgefallen war, erstmal, also das ist natürlich echt schlimm eigentlich, wie das so gekommen ist, aber was ich bezeichnend fand, das hätte ich nicht mal erwartet, dass das überhaupt mal ja irgendwann auf den Lehrplan genommen wurde. Also das ist ja schon mal, das fand ich ja schon nicht selbstverständlich, dass sie irgendwann ja mal Leute entschieden haben, das ist ein wichtiges Medium, auch so Comic, um mal sowas wie den Holocaust in Tennessee zu vermitteln, Schülern zu vermitteln, was ich erstmal auch fortschrittlich fand. Naja, allein den Comic, also allein das mit Mäusen und Katzen darzustellen, das ja, ist ja der schon. Comic sowieso. Nee, also, aber das ist ja schon ein gewaltiger Kunstgriff, um das ganze Thema zu entkräften. Genau. Also, genau. Also es wird ja schon mal, es werden eben keine Menschen bildhaft dargestellt, sondern. Also wird eine nackte Frau oder eine nackte Maus eigentlich gezeigt? Oh, das müsste jetzt auch lügen. Ich habe den Comic Maus. Selber. Maus. Ja. Ja, aber so, dass wir das Thema jetzt mal wieder vom Niveau her so ein bisschen. Ja, aber ich finde das, also ich finde die Denke dahinter, finde ich ganz schrecklich irgendwie. Ne? Hier ist auch ist ein schönes Zitat. Also die Lehrerin Julie Goodin, die nicht Teil des Gremiums ist, antwortet Allman, das ist der Bezirksreferent, ich war Geschichtslehrerin und nichts ist schön am Holocaust.
Das sagt alles, das ist richtig. Das, ja. Und das kann man nur so darstellen, wie es ist. Ja, genau. Das ist doch der Punkt. Es ist doch schrecklich. Was willst du dann da in so einem Comic beschönigen? Ja, er argumentiert halt, wir sprechen hier, auch wieder ein Zitat, wir sprechen hier über Wörter, für die ein Schüler, wenn er sie auf dem Flur in der Schule sagen würde, eine Strafe bekäme. Und jetzt sollen wir ihnen diese Worte beibringen, obwohl sie gegen unsere Regeln verstoßen? Wie krank ist das? Also ich meine, es gibt eine Welt außerhalb dieser Schulflure. Und das müsste man ihm vielleicht klar machen, dass der Schulflur auch nicht, dass nicht das Zentrum der Welt ist und die Kinder durchaus andere Dinge lernen müssen. Die Kunst ist ja, dass sie lernen, damit umzugehen. Das ist der wesentliche Punkt. Die Kunst ist ja auch zu differenzieren. Das muss ja nicht heißen, dass das richtig ist, so zu sprechen, sondern das heißt einfach nur, dass es solche Sachen gibt. Genau. Richtig, auch alles andere. Richtig. Und das ist also ich finde das ganz schlimm, dass da so eine Herangehensweise ist und das ist, und der dann wird auch noch zitiert, das finde ich auch so völlig bekloppt. Allman antwortet, er verstehe, dass der Holocaust entsetzlich brutal gewesen sei. Doch das Buch komme auch ohne die Profanität aus. Zitat, ich könnte mich täuschen, aber dieser Typ, der das Buch gezeichnet hat, hat auch für den Playboy gezeichnet. Zitat Ende, sagt er. Spiegelman hat auch mehrere Cartoons für das Männermagazin gezeichnet. Ja. Also dieser andere Typ, der da immer die Postkarten gemalt hat, der hatte ja auch da eine Rolle bei der Sache. Ja, genau. Habe ich gehört. Genau, der Postkartenmaler, genau. Also ich finde das völlig bekloppt. Und das finde ich, ist schlimm. Und das Buch, wie gesagt, das Ende vom Lied ist wirklich, die haben das Buch aus dem Lehrplan genommen. Das ist ja auch so mal die Kapitulation vor der Auseinandersetzung, ja, so bevor wir uns irgendwie sachlich einigen, streichen wir es lieber ganz. Ja, in der Tat. Ja, oder auch die Kapitulation davor, den Kindern das nahezubringen, also einfach das zu erklären und auch zu sagen, auch da im Zusammenhang zu sagen, na, die Sprache ist nicht im Alltag angemessen, aber der Holocaust ist halt Gott sei Dank auch nicht euer Alltag. Also wie ja gut, da hast du jetzt das, ich sag's nicht. Es ist so nach dem Motto, der Holocaust war furchtbar, aber wir dürfen nicht drüber reden. Genau, also das kommt übrigens auch noch. Ein weiteres Mitglied unterstützt den Vorschlag, Zitat, der gesamte Lehrplan ist entwickelt, um Sexualität zu normalisieren, Nacktheit und profane Sprache zu normalisieren. Wenn ich versuchen würde, die Kinder von jemandem zu indoktrinieren, würde ich es genauso machen. Du packst das Zeug gerade so an den Rand, damit die Eltern es nicht merken, aber die Kinder saugen es auf. Das heißt, man darf Nacktheit und sowas, das ist genau das, was du eben überspitzt, und das ist, ich fürchte, gar nicht überspitzt, gesagt hast, also Nacktheit und so ist ganz schlimm, ist für böse, darf Sexualität nicht sein. Sexualität normalisieren. Nein. Also ich will es mal krank. Also bildhaft ist wirklich, darstellen. Ist also krank, in Tennessee liegt, glaube ich, echt überall Stroh rum. Ja. So, jetzt ist es raus. Und da will der Handwerker, wenn er klingelt, nochmal ein Rohr verlegen. Also der Handwerker. Es bedient natürlich jetzt alle Vorurteile, die man so gegenüber den USA hat. Aber es ist, manchmal ist die Realität ja auch fast schlimmer als die Vorurteile, ja. Ja, ich finde sowas, also wirklich, das macht mich, also ich will jetzt sagen fassungslos, aber es macht mich fassungslos. Ja, also es macht einen wütend, das, da ist man wirklich, da fragt man sich wirklich, ob die das Thema nicht verstanden haben. Also ja, offensichtlich nicht. Haben sie nicht. Oder das Problem, das Kernproblem nicht verstanden haben. Ja. Da kann ich fast schon anschließen. Ist jetzt tatsächlich ein, wir würden sagen, banaler Fall, aber der wirft halt auch einige Fragen auf. Und zwar, es fing an mit einem sogenannten bedauerlichen Versehen. Unser bekannter Spartensender Arte hat nämlich einfach so den Horrorfilm Zombie 2 ungekürzt gezeigt. Schön. Und das war verboten. Ja, ist so ein Werkchen von Romero aus 85. Ja, nicht weiter interessant. Also Menschen fressen Untote, wer kennt es nicht? Ja, auch so ein Thema auf Schulhöfen. Letztendlich, dummerweise, in Frankreich ist das Ding nicht indiziert, in Deutschland aber schon. Und Arte hat sich halt erdreistet, die gleiche Fassung auszustrahlen. Hat das dann, nachdem das Ganze bekannt wurde, hektisch beziehungsweise unverzüglich aus der Mediathek genommen. Und jetzt ist wieder alles gut. Und Ausrede war, genau, da ist der Artikel, komplexe Rechtelage zwischen Deutschland und Frankreich. Und überhaupt, der Film hat ja so viele verschiedene Fassungen, da kommt der Praktikant schon mal durcheinander. Ja, und da stellt sich mir die Frage, was die Scheiße mit der Indizierung eigentlich soll. Ja, so. Das, ja?
Also dieses, wir müssen, oh, da hat einer ficken gesagt, das muss aber raus, ja. Oder weiß ich nicht, was man in diesem Film jetzt indiziert hat. Vielleicht war der Zombie auch zu gruselig, ja. Zombies neigen ja auch dazu. Und für den Franzosen reicht's, aber der Franzose ist mehr gewohnt. Ja, vielleicht muss man aber überhaupt die deutschen Jugendlichen Zombies rum. Die Zombies eben aus dem Zombie-Film rausschneiden. Ja, sicher. Ja, dann ist der Film aber doch wieder so kurz. Dann bist du wieder bei der Minute 41 wahrscheinlich wieder deinen Pornofilm da bei der Techniker. Ja, aber dafür hast du die Zombies dann raus. Da sind die Zombies raus. Ja, ich finde das auch. Also ich habe exakt denselben Artikel auch und habe auch hab erstmal geschmunzelt, wo ich dachte, okay, ist mal schief gegangen. Aber die Frage ist wirklich, also erstmal, was soll diese Indizierung dem Grunde nach? Dann ist auch die spannende Frage, wie setzt sich diese Indizierungsstelle zusammen? Also wer sitzt da drin? Das sind dann auch, übrigens, hat man nachgeschaut, da ist Kirchenvertreter und Politiker und. Ja, gerade die, ne? Leute, die also quasi gerade bei der Jugendkultur ganz vorne dran sind. Die also Kirche ist auch bei der Jugendkultur immer ganz vorne. Ja. Ich habe mir den Witz jetzt eigentlich gespart, aber. Das war ja, ehrlich gesagt, ist das gar kein Witz. Es ist ja eigentlich. Aber in Deutschland sind wir ja eigentlich schmerzfrei auch mit dem Thema Zombies umgegangen. Ich meine, das lief ja jahrelang, die Zombie-Apokalypse um 18.40 Uhr sonntags, also über mehrere Jahrzehnte. Auf was spielst du denn jetzt an? Auf welche Sendung? Ich überlege jetzt gerade. Ja, die Lindenstraße, die lief doch sonntags immer um 18.40 Uhr. Ja, da habe ich jetzt nicht so. Also, ja, ich finde das auch so ein bisschen schwierig. Also, ich meine, ich sag mal so, also ich glaube, das Thema Indizierung hat sich so im Zeitalter des Internets und der Möglichkeiten, sich über YouTube oder sonst irgendwie jeglichen Filmschnipsel zu besorgen, so ein bisschen, wie soll ich das jetzt sagen? Überholt, sage ich jetzt mal vorsichtig. Und ich finde es ja dann eher gut, und dann sind wir wieder bei der Thema Diskussion über Kunst. Ist es denn so, muss denn so ein Film, ist es ein Kunstwerk und darf der geschnitten werden oder muss er geschnitten werden oder muss er indiziert werden? Da könnte man mal drüber diskutieren. Ich glaube, du musst auch mal dem Ben Bier nachschenken. Nee, der ist gerade bei Candy Crush, der ist kurz vorm Rekord. Ich bin ja etwas abgelenkt. Ich habe gerade von eBay Kleinanzeigen die Nachricht bekommen, dass ich meine letzte Transaktion immerhin 380 Euro wert wohl mit einem gefakten Konto gemacht habe, die ich jetzt schön in den Sand gesetzt habe. Oh, das ist aber doof. Das ist gerade richtig doof, deswegen machen wir jetzt mal noch ein Bier auf, das ich mitgebracht habe. Ja, was machen wir jetzt nochmal mit einer Grußbotschaft? Wir machen auch, vielleicht machst du, ich habe nur zwei, vielleicht machst du die auf, ich spiele ein paar Grußbotschaften, damit ich wieder auf mein gutes Häng an die Vitamine. Genau, auf mein gutes Level komme. Ich muss mich nachher darum kümmern. Ich glaube, die Kohle kriege ich aber nicht wieder, weil ich schön niemals mache. Was hast du denn PayPal, da vercheckt für Friends so and Family. Na, bei so Beträgen würde ich das nicht machen. Ich habe eben noch erzählt, ich habe mir einen Drumcomputer gekauft. Offensichtlich doch nicht. Zum Glück für uns alle, Scheiße, muss ich da nur sagen. Ja. Sonst heißt es demnächst. Bei solchen Beträgen übrigens kein PayPal, Friends, kann ich nicht empfehlen. Bei einem Betrag von 10 Euro oder so ist das Wumpe, glaube ich, aber da ist es dann nur so ein bisschen doof. Aber ich sehe meine Rolle als Verbraucherschützer, muss ich demnächst wieder verstärkt wahrnehmen. Ja, diese Fake-Konten, da gibt es auch irgendwie so eine Behörde, die sich versucht, darum zu kümmern. Ja. Ist aber auch Fake, die Behörde. Ja, ja, genau. Solange keiner Scheiße sagt, ist das auch egal. Ja, oder genau. Fickeln. Also jetzt haben wir noch ein paar Grußbotschaften, wo wir die ist Leute. Ist jetzt auch schon wieder Mittwoch, ne? Ja, ja, komm. Wo wir die Leute wahrscheinlich so noch nicht wahrgenommen haben, weil sie noch nicht in dem Podcast selber aufgetreten sind, bis auf die letzte. Die behebe ich uns aber noch auf. Und es sind einfach zwei treue Hörer, Hörerinnen. Und auch die haben uns einen netten kleinen Gruß geschickt. Dann gratuliere ich zu 50 Folgen voll in die Presse. Ich habe zwar keine einzige gehört, aber alle gesehen. Trotz, wenn voll in die Presse nur ein wenig an die glorreichen Zeiten des Internetjournalismus im Benanza anknüpft, dann werden mindestens noch 50 weitere Folgen. In diesem Sinne, viel Glück. Und ich muss jetzt den FC gucken. So, das war mein lieber Freund Reini, inzwischen aus Berlin. Und dann haben wir noch auch eine ganz liebe Hörerin, die tatsächlich wirklich jede Folge, glaube ich, auch hört. Liebes VEDP-Team, das ist ja schon der erste Zungenbrecher. Ich hoffe, ich habe ihn gemeistert. Ja, hier ist das Kölsche Mädchen.
Ich bin stolz darauf, Hörerin der ersten Stunde des Podcastes zu sein und höre bei euch im Podcast alles, was ich noch nie wissen wollte. Ich staune, was für Skurrilitäten in der deutschen Medienlandschaft zu finden sind, wenn man nur tief genug gräbt. Richtig gut finde ich, dass ihr vor nix fies seid und auch die abwegigsten Getränke im Benanza-Bus verköstigt. Ich erinnere mich mit Freude an die Folge mit dem Schleimlöser. Ja, wo höre ich euch? Die richtige Frage wäre, wo höre ich euch nicht? Beim Laufen, im Auto, zu Hause, von meinen Kindern gerne kommentiert mit: Ach, hörst du wieder das Gequatsche von den Jungs? Tja, die 50. Sendung. So schnell vergeht die Zeit. Wahnsinn. Dann will ich jetzt auch noch mal die Hosen runterlassen und verrate euch, dass eure Sendung und ich in diesem Jahr etwas gemeinsam haben. Macht weiter so, unterhaltet uns auf eure charmante Art und informiert uns über die Dinge, die die Welt wirklich bewegen. Macht uns fit für den Smalltalk in der Anstalt. Weiter so. Ganz liebe Grüße aus Köln und ich freue mich auf die nächste Sendung. Tschüss. Ja, das war das kölsche Mädchen. Die hat, glaube ich, mal auch kommentiert zumindest. Das kann man ja auch, möchte ich an der Stelle sagen. Ihr könnt kommentieren zu den Folgen. Ihr könnt uns vor allem auch Briefe schicken, also E-Mails schicken. Und Sprachnachrichten. Sprachnachrichten auch künftig. vidp@benanza.de wäre die E-Mail-Adresse. Und jetzt haben wir noch eine Sprachnachricht von einer Gästin, der lieben Esther, die auch bei uns im Benanza-Bus tatsächlich mal live dabei war. Ja, hi, ich bin's, Esther. Ich grüße euch ganz herzlich und sende meine allerherzlichsten Glückwünsche zur 50. beziehungsweise dann 51. Folge von Voll in die Presse. Ich durfte ja bei den ersten 50 Malen auch einmal dabei sein als Gast im Benanza-Bus und hoffe sehr, dass ich irgendwann innerhalb der nächsten 50 Folgen auch nochmal kommen darf. Und bis dahin wünsche ich euch viele schräge, lustige, unglaubliche Presseartikel, denen ich dann abends vor dem Schlafengehen weiterhin lauschen kann. Freue mich! Ja, sehr cool. Wunderbar. Das war die Esther. Vielen Dank dafür an alle, die wir gerade gehört haben. Also ich finde es richtig cool, dass ihr uns hier so einen Einblick in euer Hörerlebnis gibt. Und das ist auch mal endlich Feedback. Wir kriegen ja echt kaum Feedback so, ne? Von Polizisten auf dem Parkplatz ist noch das meiste so, aber ja, vor allen Dingen ein unterhaltsames Feedback. Die sind ja noch unterhaltsamer als wir. Wunderbar. Ja, give the power to the people, würde ich sagen. Genau. Ja, wie sieht das eigentlich aus? Sirene ist eine halbe Stunde überfällig, will ich nur mal erwähnen. Ja, Moment, aber vorher muss ich mal gerade wissen, mögt ihr alle Bratwurst? Ja. Beef, ja? Prollo? Ja. Ketchup oder Senf? Senf. Senf? Senf? Senf. Ja, hervorragend. Senf. Denn das, was ihr so ein bisschen komisch, Alter, findet an dem Getränk hier, das ist, da ist Senf drinnen. Ah, siehst du, das habe ich dann mit Cornichons verwechselt. Das, was im Abgang so ein bisschen seltsam schmeckt, das ist Senf. Aber Ketchup ist übrigens auch drin. Ich kann euch ja mal kurz das noch auflösen, was alles drin ist. Also den Apfelsaft, O-Saft hatten wir, Zitrone frisch gepresst, Orange frisch gepresst, Tomaten, etwas Tomatenmark. Außerdem, Prollo, aber nur, also wirklich in homöopathischer Dosis, ein wenig Mandelmilch. Dann, wie gesagt, der Senf und Ahornsirup. Ich dachte, Katzengewölle oder so. Ja, aber Ahornsirup. Also, ja, aber der Senf, ja, okay, das Jetzt schmeckt es auch plötzlich besser, ne? Weil jetzt weiß man, was es ist, ne? Und Senf. Schmeckt es auch Senf. Senf schmeckt's, kann man ja mal trinken. Schmeckt eigentlich noch beschissener. Ist da noch eine Bratwurst drin? Dann wird es vielleicht noch besser schmecken. Also das läuft unter dem Stichwort mutwillig, würde ich sagen. Ja. Ja. Also ich kann natürlich mit dem Mix nicht mithalten, aber ich habe euch jetzt hier noch einen Einbäcker. Vielleicht kannst du gerade mal vorlesen, wie das heißt, weil ich kann es nicht. Ein Einbäcker. Einbäcker und dann? Darunter. Einpöckisch Bier. Was ist das denn? Also Einbäcker ist ja irgendwo aus Bremen da die Ecke. Einpöckisch. Einbäckisch. Ich hätte jetzt gesagt, es ist aus Einbeck. Ja, bei Bremen. Einbeck ist doch da oben, oder nicht? Also ich habe Einbeck habe ich bisher immer in Bremen getrunken, ja, deswegen habe ich das jetzt damit assoziiert. Das ist von irgend so ein 1378 Kellerbier, Gedöns, Naturtrüb, Urbock, Einbockisch, Pöckisch.
whatever. Vielleicht eine kleine Sache für euch. Und damit wir hier auch bei Traditionen dabei bleiben, also ich feuere es jetzt einfach mal ab, mal gucken, wie lange wir noch durchhalten. Heute richtig schön verstärkt. Hier schön mit dem Dreifingergriff, sehr gut, Ben. Oh, mein Hoden jault. Zieh dir die Hose wieder an. So. Ja. Quickie oder nicht Quickie? Ja, Quickie oder nicht Quickie. Ihr könnt jedenfalls entscheiden, weil ich habe hier noch zwei Sachen und da ich es... Ich nehme heute die juristische Abhandlung. Das Geile ist, jeder von euch hat hier noch, ich habe auch noch Artikel, aber ich habe die schon gar nicht mehr rausgeholt, aber ihr seid alle hier noch in den Startlöchern. Sollen wir irgendwie einen Marathon heute machen? Mal durchmachen. Da kann ich nur zu sagen, ich hab ungefähr... allenfalls ein Viertel der Artikel, die ich letzte Woche gefunden habe, mitgebracht. Es war eine sensationelle Woche. Ja, tolle das stimmt. Themen. Hast du vollkommen, ging mir genauso. Ich tue mich ja immer so ein bisschen schwer und ich habe auch echt eine geladene Sammlung hier mitgebracht. Und wie gesagt, ich habe jetzt nur einen Artikel mit den 5 Pocket Jeans vorgelesen, aber ist ja auch egal. Es ist einfach eine schöne Sendung. Also ich hätte was ganz Kurzes und danach machst du noch einen wunderschönen Quickie zum Ausstieg. Aber ich hätte noch was ganz Kurzes, ja, Selbstreferenzielles. Ja, ja. Zum Thema Don't Look Up hatten wir eben schon, den Film auch nochmal. Und auch Hank Frank, der ja dann auch zu dem Thema immer da ist. Wie ist denn das in der Schule, wenn ihr euch an eure Schulzeit erinnert, wenn ihr mal so richtig am Thema vorbeigeschrieben habt? Was gibt's da für eine Note? Eine 1. Oder? Also ungenügend. Im Punktesystem vielleicht. Früher gab es bei unserer Schule umgekehrte Noten. Da war die 8, war die 1 und die 1 war die 6. Ja, also irgendwie am Thema vorbei. Und ich finde das so geil. Es gibt, ich weiß nicht, den Film Don't Look Up. Ich weiß nicht, ob alle Anwesenden ihn geguckt haben schon oder schon gesehen haben. Nein, super Film. Ganz oben auf super Film. Guckt euch den an, der ist wirklich, tatsächlich, kenn ich nicht. Hat seine Momente. Also letztendlich geht es darum, dass ein Asteroid auf die Erde zurast, wird von Wissenschaftlern entdeckt und die Wissenschaftler versuchen es der Menschheit kundzutun. So kriegen auch direkten Zugang zur US-Präsidentin, genau. So der weibliche und Trump. Die ist tatsächlich, also es geht halt immer nie um das eigentliche Problem, sondern es geht immer nur um die Selbstdarstellung in den sozialen Medien, in den Medien selbst oder in völlig anderen Kategorien. Wie ist der politische Output dann davon, wenn ich sonst was mache? Und die Wissenschaftler werden halt letzten Endes nicht gehört. Und Wahnsinns-Cast, ne? Leo DiCaprio als so ein bisschen fetter Wissenschaftler, Kate Blanchett als TV-Ikone, Meryl Streep als US-Präsidentin. Also da sind bestimmt 10 große Namen in dem Film. Ja, ist wirklich grell gemacht und ist, wie soll ich sagen, ist also eine ziemlich überdrehte Satire, aber das ist ja das stilistische Mittel hier dieses Films, dass man es so überdreht, dass es wieder wehtut und dass man sich dann trotzdem wieder selber erkennt. Naja, okay, und ich weiß nicht, soll man schon spoilern jetzt hier irgendwie? Okay, dann spoiler ich mal nicht. Und jetzt haben aber 2 Wissenschaftler in den USA, haben sich dran gesetzt und haben eine Analyse gemacht und haben gesagt, naja, also wenn wie in dem Film Don't Look Up ein 10 Kilometer großer, ich glaube 10 Kilometer groß ist er, 10 Kilometer großer Asteroid in die Erde einschlagen würde, in dem Film würde es immer so am Anfang, also würde es immer diskutiert, dass das das Ende der Welt sein wird. Also der Planet Killer. Der Planet wird zerstört, alles Leben wird unmöglich sein. Nee, das ist nicht übertrieben. Nee, das ist, glaube ich, nicht übertrieben. Und die haben jetzt hier gerechnet, also es wäre theoretisch möglich, dass die Erde das überlebt. Und haben dann halt ganz wild rumgerechnet und haben gesagt, okay, es könnte im Extremfall auch zu einem drastischen Anstieg der atmosphärischen Temperatur um 300 Grad Celsius sein. Dann wird die Luft dann schon dünne für die meisten. Mit den Sonnenschirm aus dem Keller holen. Das Ergebnis wäre ein Massensterben und das meiste Leben auf der Erde wäre vernichtet. Man könnte versuchen, das mit nuklearen Sprengköpfen quasi den Asteroid zu pulverisieren. Das ist aber auch noch nicht so richtig getestet worden in der Dimension und das müsste natürlich auch alles sehr schnell geschehen. Sie schlagen auch Bunker im Meer vor, dass die Menschheit sich in unterirdischen oder unterseeischen Bunkern retten könnte.
Jetzt habe ich mal gerechnet, also 7 Milliarden oder 7,5 Milliarden, da musst du schon auch 2, 3 Bunker bauen, würde ja, ich jetzt so gefühlt sagen. Ja, das ist der Arche-Noah-Bunker. Mhm. Du kannst auch deine Familienwellen mit Gaffertape einfach reparieren und dann fährst du in rein. Und die Klimaanlage anstellen, 300 Grad Celsius richtig. Plus, da muss die Klimaanlage laufen. Genau. Und aber das Interessante ist, ich habe mich sehr viel mit dem Thema beschäftigt, wollte das hier auch schon mal reinbringen, bisher habe ich es nie gemacht. Es gibt ja tatsächlich so Abwehrsysteme, die in Planung und auch tatsächlich ja grundsätzlich vorhanden sind, die sie jetzt auch in ein paar Jahren mal testen wollen. Und die Idee dahinter ist, glaube ich, gar nicht, die zu pulverisieren. Also da habe ich zumindest gehört, das ist ja hier in dem einen Film mit Bruce Willis, sprengen sie ja da Teil, ich weiß nicht mehr, wie der heißt. Das Armageddon. Ist Armageddon, genau, das ist eigentlich Quatsch. Aber was sie halt machen würden, wäre, die versuchen, die Umlaufbahn zu verändern. Also dass sie halt so einen Impuls da setzen. Und das werden die jetzt demnächst testen. Irgendwo, und da habe ich dann spontan gedacht, was ist denn, wenn das so richtig schön schief geht und die dann mit diesem Test das Teil erst auf unsere Umlaufbahn lenken, weil dann hast du keinen zweiten Schuss mehr, weil das braucht ungefähr 2,5 Jahre Vorbereitung. Also du musst das 2,5 Jahre vorher wissen, damit du dann diese Mission entsprechend launchen kannst. Aber es ist ein super, super spannendes Thema. Und manchmal kommen die Dinger ja auch aus heiterem Himmel, wie in Sibirien. Da. Was wäre denn so die Grenze, so größenmäßig? Kann ich jetzt schlecht sagen. Also, also 500 Meter wird hier schon Europa auslöschen. Stand immer in einem Artikel, den ich in NTV gelesen habe. Das grundsätzliche Problem, und das behandeln sie auch, das sagen sie auch in dem Film. Und wie gesagt, Ben ist ja da offensichtlich schon so ein bisschen eingearbeitet in das Thema, ist natürlich, dass das so eine enormen, diese Aufschlagkraft, also die Geschwindigkeit und Masse und das dann und alles, was dann dem folgt. Also das ist ja gar nicht Tsunami. So, dass dann nicht, genau, also eine riesige Flutwelle Staub, kommt und sowas, Staub. Wolke, die dann das heißt, Eiszeit genau, auch kein Sonnenlicht mehr, was dann irgendwie und auch immer auf Zeiträume, die man dann sich einfach nicht vorstellen kann. Also dagegen ist 2 Jahre Corona-Lockdown ein Scheißdreck. Genau, also und, wenn man bedenkt, was für Auswirkungen dieser eine Vulkan Ragnarfjordur oder wie der da hieß, schon hatte. Ne? Peter Fjodor Rölkür. Da muss man sich nur vorstellen, wenn da so ein, also die meisten verglühen ja beim Eintritt und die können auch gar nicht alles erkennen, aber ab einer gewissen Größe können sie die nur erkennen und wenn die dann aber da aufschlagen, so wie das in Sibirien der Fall war, dann kann es natürlich sein, dass dir das Teil auf den Kopf fällt, dann ist doof, dann ist das für die Leute vielleicht nicht so günstig, aber in der Tat, diese Folgewirkung. Ne, aber wenn es dir auf den Kopf fällt, ist es egal, ob es ein Asteroid oder eine Schubkarre ne? ist geil. Unterm Strich fände ich es geiler, uns wird das Teil auch direkt auf den Kopf fallen, anstatt dass du von der Wolke dann da kalt gemacht wirst. Das Schöne, was ich halt hier jetzt einfach in diesem Artikel nochmal so wunderbar finde, diese Forscher haben einfach gar nicht verstanden, um was es bei dem Film ging. Das war der wesentliche Punkt. Also, in dem Film ging es nicht darum, da jetzt im Detail das alles vor- und nachzurechnen und zu sagen, ja, man könnte dann diesen, könnte jenes noch, sondern wie hier auch einer McCothrin, leitender Berater der Wissenschaft und Exploration bei der Europäischen Weltraumorganisation, gesagt hat, die Arbeit beantworte technische Fragen, gehe aber, Zitat, völlig am Thema des Films vorbei, nämlich, dass der Rat von Wissenschaftlern routinemäßig ignoriert wird. Das ist halt der wesentliche Punkt. Also die Entscheider, die politischen und sonstigen Entscheider, scheißen halt auf die Fakten, sondern biegen sich halt zurecht, wie es ihnen in den Kram passt. Und das ist tatsächlich auch der eigentliche Kern des Films. Ja, der Asteroid ist nur der Anlass, dass sie sagen, wir brauchen jetzt hier mal irgendwas, dass es mal so richtig rumst. Ja, die sitzen da bei ihr im Oval Office und schildern das und auch hier der oberste Chef der Weltraum oder dieser Weltraum-Sondenbehörde sagt auch, this is a planet killer und so und die machen wirklich ein Statement und sie sagt dann irgendwie, we will sit tight and assess. Ja. Wo du so denkst, okay. Und das ist halt das Faszinierende. Wieso, also, was? Also auch die, und da wird natürlich auch die mediale Aufarbeitung, also auch dieses, ich sag jetzt mal mit dem Schlagwort Infotainment, dass also da quasi alles, was an Informationen immer so in Unterhaltungsrahmen gepresst wird, dass es dann letzten Endes nicht mehr der Sache gerecht ist. Das war so ein schönes. Deswegen, ich dachte, das packe ich jetzt mal gerade drauf, weil auch Hank Frank das Thema eben erwähnt hat. Ja. So, jetzt aber hier der Sammersche Quickie. Jetzt machen wir ein Quickie und dann kündige ich nur noch mal an. Schneller Griff an die Roten. Es gibt natürlich noch eine Grußbotschaft, die ich mir fürs ganz, ganz
große Ende und Grande Finale aufgehoben habe. Die spiele ich dann nach dem noch ab und dann sind wir auch raus für heute. Ja gut, dann hinsichtlich des Quickies stelle ich euch zur Auswahl, weil ich hab wieder was Schlüpfriges und was Schlüpfrig, sage ich mal, Niveauvolles. Also heute würde eigentlich etwas Niveauvolles den Rahmen sprengen, würde ich sagen. Ich möchte halt die Entscheidung mal abgeben, weil ich habe ja zum Quickie häufig was Schlüpfriges. Und ich habe da gerade schon Penis gesehen. Komm, lies das vor jetzt. Ja, okay. Müssen wir das aber auch wieder in den Kann ja auch nehmen. Seriös heute ist, sein. Heute ist der Tag des Gut. Genitals. Gut, also der Prolo hat entschieden, dass es das Schlüpfrige sein soll. Dann das andere kommt dann später, nächstes Mal vielleicht. Also wie gesagt, es war eine tolle Woche. Ich habe so viele Themen noch zu Hause gelassen. Dann fangen wir mit dem Schlüpfrigen an. Und zwar sind wir damit aber dann auch wieder beim Thema Corona gelandet. Wir wissen ja, Corona löst ja so einiges aus. Ja? Die typischen Symptome, Husten, Schnupfen, Fieber und wer Pech hat, noch mehr. Es gibt aber auch ein Symptom, was offensichtlich in den, ins Blickfeld von Medizinern geraten ist. Gliederschmerzen. Es ist jedenfalls so, dass es sind drei Fälle, die hier geschildert werden in dem Artikel. Es geht um den sogenannten Priapismus. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber das Dauerlatte. Das ist die Dauerlatte, das ist die Dauererektion. Und die ist jetzt aufgefallen, also hier in dem Artikel werden drei verschiedene Fälle geschildert, die jedenfalls von den Medizinern offensichtlich wirklich ernst genommen werden. Also in dem ersten Fall ist es ein 12-jähriger Junge, der mehr als einen Tag eine Dauererektion hatte, was übrigens wohl sich erstmal lustig anhört, aber tatsächlich gefährlich werden kann, weil irgendwie das Gewebe absterben kann. Der Junge hatte kurz vorher, in den Wochen vorher, zwei Corona-Infektionen, die beide diagnostiziert waren, also während der Dauerlatte, wie der Ben das ausgedrückt hatte, war er auch gerade wieder positiv. Und dann gab es aber noch weitere Fälle. Und zwar einen ähnlichen Fall in den USA. Da war es ein 69-Jähriger, der mehrere Stunden steht hier jetzt nur. Also, steht das? Das steht hier. Mehrere Stunden Corona-krank oder danach eine Dauererektion hatte. Das ist immerhin im American Journal of American Medicine. Also wäre auch lustig, das American Journal of Japanese Medicine. Ja, vielleicht ist das American ja... American Journal of Last Man Standing. Vielleicht gibt es das ja tatsächlich. Wir nehmen das Thema sehr ernst. Und schließlich auch in Frankreich oder zumindest ein Franzose, das wird ja auch von Wissenschaftlern beschrieben, der, ich muss jetzt an Baguettes denken, tut mir leid. der dasselbe Problem hatte, wo die Ärzte auch zur selben Schlussfolgerung kamen. Ursache ist wohl, dass Covid die Bildung von Grinseln in dem Penis des Franzosen verursacht hat. Und in den Erektionskammern hat sich das irgendwie eingeschlossen. Ich weiß es nicht genau, wie man sich das vorstellen soll. Jedenfalls, das ist doch echt scheiße. Ich meine, wenn du das, stell dir mal vor, du hast das einen Tag, du musst den ganzen Tag im Handstand auf Klo. Das ist doch, da nimmst du, und dann musst du auch noch treffen, dann nimmst du auch gleich das Waschbecken, oder nicht? Ja, aber ganz, das, ich, die Dusche. Soweit habe ich jetzt noch nicht gedacht. Also, Sachen gibt's, sorry. Da hilft auf jeden Fall eine FFP2-Maske und ordentlich eine Strumpfhose drum hin. Ja. Ja. Genau. Aber vielleicht mal eine kleine Quizfrage. Wisst ihr, was das weibliche Gegenstück zum Priapismus ist, also zur Dauerlatte? No. Nee. Das gibt's wirklich. Der Scheidenkrampf. Und das habe ich schon mal gehört. Das habe ich in der Bravo gelesen. Das hat mein Vater mir erzählt. Das war so eine dunkle Bedrohung. Ja, die dunkle Bedrohung. Das ist auch tatsächlich gefährlich. Mein Vater hat mir das erzählt. Der war ja so ein alter Hippie oder meine Eltern. Ne? Und da haben die ja immer in so Kommunen und da wurde dann auch da rumgepöppt und weiß der Geier. Und irgendeiner aus der Kommune oder ein Pärchen aus der Kommune war da wohl auch dabei. Und da hat die Frau einen Scheidenkrampf wohl bekommen und das schnürt dann halt auch die Gefäße des Mannes, der da gerade drin steckt, ab und die haben das nicht mehr gelöst bekommen. Dementsprechend, er kann nicht
abschwellen. Sie hat diesen Scheidenkrampf. Und die haben dann damals um dieses Pärchen eine Decke gewickelt und haben die mit dem Taxi ins Krankenhaus gefahren. Die musste dann sowas gespritzt kriegen, dass sich dieser Krampf löst. Und der Typ war wahrscheinlich schon grün und blau. Also ja, das ist auch eine Form der Dauerlatte, die sehr schmerzhaft klingt. Also ich würde sagen, heute war es thematisch gesehen ein ordentlich harter Ritt. Das kann man nicht anders sagen. Ja. So. Und diesen Ritt. Die letzte Person freut sich jetzt natürlich über den Vorlauf und ja, wird uns entfolgen, wie man im Internet sagt. Nee, wird er nicht, weil die letzte Person ist natürlich eine ganz besondere Person. So ein fieser Sack, wie wir uns sind. Dreckiges Schwein, der mit seinem Priapismus da die ganze Zeit durch die Gegend ballert. Genießt einfach einen kleinen Ausflug in die Vergangenheit. Moin Leute, hier ist Karl-Heinz Ballermann, der Mann, der alles kann. Schön, dass ich da bin. Ja, ist doch nicht zu glauben. Spinner. 50 Folgen müsst ihr euch nun schon diesen Quatsch hier im Podcast anhören. Aber zur Verteidigung der lieben Kollegen muss man sagen, das liegt nicht an voll in die Presse, sondern das liegt vor allen Dingen daran, dass in dieser Welt so unglaublich viel Quatsch passiert. Ob Himbeerkrise oder Bungee-Schwein, Quatsch wird auch künftig vorhanden sein. Drum bleibt voller Tatendrang weitere 50 Folgen lang. Zu eurem Ehrenfeste wünsche ich euch das Allerbeste. Dem Jubilar ein kräftig Hurra! So, Leute, nachdem ich hier euch mal meine unglaubliche Reimkünste hier vorgeführt habe, bleibt mir nur noch Tschüss zu sagen. Ich muss jetzt hier nämlich gleich mal zum Lolli-Test und zwar aber im Sinne von Chupa, ne? Also lasst es mir gleich mal richtig schön schmecken. Macht's Jod, ne? Und auf die nächsten 50 Folgen. Euer Karl-Heinz Ballermann. Ja. Ja, Mensch, der Karl-Heinz. Ja, da kann man, glaube ich, nichts mehr hinzufügen. Ich glaube, wir haben eine sehr runde Runde gehabt. Eine schöne Sendung voller Vitamine und Elan. Und ich bin im Laufe dieser Sendung 380 Euro ärmer geworden. Ja, in diesem Sinne, Augen auf beim Drum Machine Kauf. Ich wünsche euch eine schöne Restwoche. Macht es gut, ihr Lieben. Eine Runde mit Ecken und Kanten. Ciao. Tschüss. Ciao.